Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder online und der Stream läuft. Freitagabend eine neue Runde Evolution mit C++. Heute wollen wir genau wieder da anschließen, was wir letztes Mal ja schon begonnen hatten oder die letzten Male schon begonnen hatten, uns um das Einlesen zu kümmern. Und es hat in der Woche ja doch ein paar Fragen gegeben. A, hat es einen Bug natürlich bei mir gegeben am Ende, der einem aufgefallen ist. Hallo Stradivari, schön, dass du da bist. Weil ich letztlich den kompletten Zeichenpuffer in jedes Zeichen gesteckt habe und dann auch noch versucht habe, daraus Zahlen zu machen. Aber ich habe halt auch nicht kontrolliert. Und das war natürlich der Grund, warum sich die Zeiten so exorbitant verschlechtert haben. Aber wir sind um die eine Sekunde gewesen beim Lesen dieser Datei. Und es hat zu Diskussionen geführt, ja, warum dauern bestimmte Dinge so lange, wie kann man sie verbessern, warum sollte man sie eigentlich unbedingt noch verbessern, was muss man noch beachten, um eben das zu optimieren. Und da wollen wir heute anschließen, wir werden auch nicht fertig werden damit mit dem Thema, weil wir einfach auch noch ein bisschen Theorie machen. Das dauert aber ein bisschen, weil im Moment ist die Zuschauerzahl sogar ganz wieder abgegangen. Dass Stradivari sich gemeldet hat, ist aber mindestens einer da. Insofern, ja, ein paar Minuten warten, dass sich alle versammeln, dass wir denn wirklich beginnen können. Ziel heute also, wir wollen an dieser Datei-Einleserei das optimieren, wollen uns einfach mal überlegen, warum bestimmte Dinge so lange dauern, gucken dann sogar mal ein bisschen in Richtung C++ 23. Ungewollt, muss man fast sagen. Und indirekt, weil wir uns auch. Ich habe es noch nicht installiert. Stradivari fragt gerade, ob ich schon RADstudio 11.3, das ist diese Woche erschienen, installiert habe. Ich habe auch schon gehört, dass zumindest es das kompilier- und linkbar ist. Sowohl in unserem Discord-Server als Bemerkung, als auch im Web, dass man jetzt parallele Algorithmen auch im RADstudio kompilieren und linken kann. Aber ja, meine Hoffnung, dass das wirklich parallele Algorithmen sind, ist da äußerst gering, denn es war beim letzten Mal ja auch nur, dass man das vorgeblendet hat. Also im Kern ist der Compiler immer noch der Compiler, der es mal gewesen ist. Insofern wird man einfach ein paar Bibliotheksfunktionen ausgetauscht haben, beziehungsweise hätte Dateien dahingehend korrigiert haben, dass sie gar nicht mehr auf die Bibliothek gehen, sondern dass sie dann gleich umswitchen und diesen Parameter einfach ignorieren. Darauf wird es hinauslaufen. Ekrano, schön, dass du wieder da bist. Oh, ich habe dich fast vermisst. Ich glaube, am Montag bist du nicht dabei gewesen. Insofern ist aber wieder interessant und es wird ja immer wieder hinter vorgehaltener Hand erzählt von Empagadero. Ich bin im Moment in keinem der Programme mit drin, die mich zu irgendwelcher Geheimhaltung verpflichten würden, auch wenn ich MVP bin. Es wird hinter vorgehaltener Hand immer wieder erzählt, wir dürfen ja noch nichts erzählen, aber der nächste Compiler, der kommt, wird ganz viel neues C++ enthalten. Ja, lassen wir uns überraschen. Eigentlich wie schon seit Jahren, seit 2015, 2016, dass wir darauf warten, auf die große Überraschung. Insofern muss man einfach sehen, wie sich das entwickeln wird. Wie gesagt, wir gucken uns heute einfach mal an, was beim Dateilesen passiert. Das war eine der Kernfragen, die aufgetaucht ist. Ich kann auch gleich mal auf den Monitor umschalten. Machen wir den Screen. Da schon mal rüber und schalten das hier aus. Dann sehen wir ihn. Bevor ich ans Whiteboard gehe, hier ganz kurz der Fehler, der hier drin gewesen ist, der zu den katastrophalen Ergebnissen geführt hat. Wir haben hier beim Lesen, hier war die Stelle, hier habe ich ihm nicht den vorneweg geteilten Teilstring gegeben, sondern habe ihm die komplette String-Row immer gegeben und das hat natürlich zu schon schlechten, noch schlechteren Ergebnissen geführt. Das ist gar keine Frage. Ich habe jetzt hier eine Konstruktion von C++ 17 mit eingebaut. Sorry dafür, aber es fällt einem wirklich schwer,
einfach auf bestimmte Dinge zu verzichten. Auf dem Range based vor mit C++17 besteht ja die Möglichkeit der Initialisierung. Deswegen habe ich mir den iCount hier genommen, der hier hochgezählt wird am Ende. Weil ich ihn zweimal benutze, habe ich es am Ende einfach hinten angehängt, um auf Nummer sicher zu gehen. Das ist eine alte Diskussion unter C++-Entwicklern. Was wird zuerst erhöht? Was wird zuerst aufgerufen? Wie passiert das Ganze? Ich habe das nicht verstanden. Wenn ich das nicht verstanden habe, kann ich es einfach hinten dranhängen. Und dann ist auch gut. Da muss man weiter gar nichts berücksichtigen, sondern dann passiert es halt wirklich hinten dran. Dann aber bitte auf jeden Fall immer mit dem Plus-Plus, also mit dem Präfix-Operator und nicht mit dem Postfix-Operator. Auch das hatten wir gezeigt, dass bei der Implementierung sonst immer eine Kopie gemacht wird. Auch wenn das nur ein Int-Wert ist, hier oder ein Unsigned-Int-Wert oder Unsigned-Long-Wert, ist es natürlich so, dass eine Kopie, wenn man sie vermeiden kann, sollte man sie auch vermeiden. Und hier der eigentliche Funktionsaufruf jetzt mit dem Teilstring, den wir hier rausgelesen haben. Natürlich könnten wir hier auch eine Kontrolle mit einbauen und sagen, was ist, wenn ist dieser Zeiger überhaupt da? Wenn ich jetzt ein bestimmtes Element, ich habe jetzt möchte für verschiedene Dateien Einleseteile machen, die kommen, kann ich das natürlich mit derselben Funktion machen, muss gegebenenfalls eben nur dieses Datenfeld anpassen. Wir haben schon den Überlauf mit erledigt, dass wenn mehr Elemente da sind, als wir eigentlich erwarten, dass es dann zu einer Exception kommen kann, dass wir das auch mit in dieses Datenfeld hineinlegen können. Und wir hatten ja die Diskussion, hier ist es noch zu sehen, dass durchaus auch die Möglichkeit besteht, hier einfach einen Nullpointer einzufügen und zu sagen, da ist ein Feld, aber das interessiert mich nicht. Nur dann muss ich natürlich hier beim Lesen auch kontrollieren, dass das Fangs von dem iCount ungleich ein Nullpointer ist. Dann kann ich hier auch beliebige Erweiterungen mit einbauen und jetzt wirklich jede x-beliebige Datei, die vom Format her übergeben wird, die uns zugeliefert wird, nehmen und sagen, wenn wir unsere Daten darin wiederfinden, dann können wir die Leseroutinen auch wirklich über diese eine zentrale Funktion ziehen. Und jetzt können wir hier auch über Fehlerkontrollen und Ähnliches nachdenken, über Optimierung nachdenken, weil es betrifft ja nur diese eine Funktion. Und natürlich können wir diesen Parameter hier auch wieder als Template mit reinbauen, diesen Punk-Vektor, und können dann sogar mit einer beliebigen, veränderten Struktur hier rangehen, wenn wir dann eventuell andere Parameter oder Ähnliches verwenden wollen. Also wir haben ganz viele Möglichkeiten, im C++ das zu optimieren. Wir sind allerdings beim Lesen jetzt schon wieder an den Punkt angekommen. Ich hatte letzten Montag so im Nebensatz erwähnt, dass kurze Strings anders optimiert werden. Das hat natürlich auch für eine gewisse Verwirrung bei einigen gesorgt. Das heißt, wir müssen einfach mal über diese String-Optimierung reden, wie in C++ überhaupt ein String gespeichert wird und was damit passiert, warum bestimmte Dinge dann auch so lange dauern oder schneller gehen können und was überhaupt der Fluss der Daten ist. Wir hatten ja eine Sache schon gemacht, wir haben hier mit dem Puffer gespielt, mit diesen 4096, also mit diesem 4K großen und gesagt, okay, 100 von diesen Segmenten, das ist mein Lesepuffer. Wir hatten auch gesehen, das ist nicht beliebig erweiterbar und hatten diesen Puffer dann hier quasi als Lesepuffer der Funktion zur Verfügung gestellt. Auch damit habe ich für ein bisschen Verwirrung gesorgt. Was man damit überhaupt erreicht oder nicht erreicht. Natürlich ist es immer ganz wichtig, dass man sowas Technisches im schlimmsten Fall auch zumindest verstanden hat. Und das Schöne an C++ ist, ich muss es ja erstmal gar nicht beachten. Ich kann mein Programm schreiben, ohne großartig in diese technische Tiefe zu gehen und auch nicht viel von bestimmten Dingen zu verstehen. Aber wenn ich mich damit beschäftige, wenn ich nochmal auf die Schulbank gehe und mir einfach bestimmte Sachen angucke, dann habe ich unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, das zu optimieren. Und ich denke, das ist der ganz große Vorteil, den wir mit C++ haben gegenüber den meisten anderen Sprachen. Wir kommen von einer unwahrscheinlich allgemeinen, abstrakten Ebene, High-Level, der SDL und vielen anderen Geschichten, die wir haben, runter bis auf das bare Metall. Und dazwischen können wir alles regulieren. Aber wir müssen es nicht. Das ist der ganz große Vorteil. Insofern gucken wir uns heute einfach erstmal an, was eigentlich an Dateikopien entstanden ist bei unserem Programm. Wir haben unseren Vektor mit unseren Locations, mit unseren Daten. Hier haben wir unsere Daten selber. Wir haben unseren Vektor, der hier eingelesen wurde. Da haben wir den Vec-Data, den haben wir in global gelegt. Weiß ich jetzt gar nicht, wo er ist. Da ist er. Das ist von diesem Data-Vektor mit Double instanziert. Auch das war ein Template.
war das ein Vektor mit diesen Dataobjekten, die wir haben. Und die wurden in dieser Funktion quasi eingelesen. Wir haben es hier kontrolliert und haben dann hier mit der Funktion, hier haben wir sie read 0. Als Referenz wurden die Daten übergeben, dieser Vektor übergeben. Als konstante Referenz haben wir diesen Funktionen übergeben, die wir hier draußen haben angelegt, die quasi die Zuordnung in die Datenstruktur übernommen haben. Und wir haben noch eine zusätzliche Referenz übergeben. Das ist der Datenstrom, aus dem das Ganze gelesen werden sollte. Wieder die Frage, wo siedelt man was an? Was nutzt man hier überhaupt? Kann ich hier eventuell auch auf einen E-Stream gehen oder muss das wirklich ein EF-Stream sein? Das ist immer die Frage, ob die Funktion GetLine funktioniert. Wir müssen also, das ist die schwächste oder das höchste Glied, mit dem wir uns beschäftigen müssen an dieser Stelle, ist die Funktion GetLine. Und wenn die auf dem E-Stream arbeiten sollte, dann können wir hier natürlich auch wieder auf die allgemeinere Schnittstelle gehen und sagen, eigentlich können wir jeden beliebigen Input-Stream hier nehmen. Was uns ja enorme Vorteile bringen kann in der Geschwindigkeit, wenn wir beim Optimieren überlegen, was wir eigentlich machen wollen. Und jetzt überlegen wir einfach mal, was passiert beim Lesen dieser Daten. Und im nächsten Schritt, was macht eigentlich C++ mit bestimmten Informationen? Wenn wir uns das angucken, dann haben wir irgendwie eine Datei. Ich mache mal irgendwie so ein Datenflusszeichen. Ich glaube, das war die Datei, die da ist, die wir lesen wollen. Diese Datei kommt von einem externen Medium. Das kann eine Festplatte sein, von dem wir das Ganze holen. Das kann eine SSD sein. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Symbol für die SSD ist. Ich mache einfach auch mal eine Festplatte. Und das kann natürlich auch so ein RAID sein. Also so ein, ich schreibe mal RAID darüber. Das ist die SSD und das kann natürlich ein Hard Drive sein. Irgendwie von einem dieser Sachen kommt diese Datei, die wir lesen. Die ist da in Sektoren zerlegt auf der Platte. Die Platte hat verschiedene Größen, was diese Sektoren sein können. Das ist also wie so ein Raster. Es gibt auch bestimmte Mechanismen, wie die ganzen abgelegt werden. Und natürlich ist es so, dass eine SSD viel schneller ist als ein Hard Drive und in der Regel wahrscheinlich auch schneller sein wird als ein RAID. Wobei beim RAID, das natürlich auch eine Frage ist, ich schreibe mal RAID X hier hinter, wenn es zum Beispiel ein RAID 0 ist und da sind zwei Controller drin, dann ist es natürlich die pure Geschwindigkeit der Festplatte, mit der wir konfrontiert sind. Wenn es ein RAID 5 ist zum Beispiel, RAID 5 war es glaube ich, wo die Information über mehrere Platten aufgeteilt und mit einer Kontrollplatte versehen wird, um wirklich eine Sicherheit zu erzeugen, dann haben wir natürlich beim Lesen auch mehr zu lesen. Auf der einen Seite werden natürlich mehrere Platten parallel eingespeist, auf der anderen Seite müssen natürlich die Informationen auch gelesen werden. Und das wird sich auf die Ausführungsgeschwindigkeit unseres Programms direkt auswirken. Hier zwischen liegt in der Regel sowas wie ein Cache. Ich schreibe es einfach mal hier rein, der von der Festplatte her schon gegeben ist oder von der SSD oder vom RAID-Controller, der dafür sorgen soll, die geringere Zeiten quasi auszugleichen, der Latenzen ausgleichen soll dazwischen, der einfach einen stabilen Fluss erzeugt, der beim Schreiben sicherlich mehr wirkt als beim Lesen, aber der beim Lesen auch dazu führt, dass wir einen relativ glatten Datenfluss haben. Das interessiert uns aber im Moment relativ wenig, weil das ist Hardware. Mit Hardware, wer jetzt nicht gerade von euch Hardware-Ingenieur ist, warum sollten wir uns damit beschäftigen? Interessant wird für uns natürlich, was passiert ab dem Betriebssystem. Das Betriebssystem selber ist ja schon in C und C++ geschrieben, zumindest die meisten Betriebssysteme, mit denen wir zu tun haben. Was passiert ab dem Betriebssystem? Also nicht die Hardware, die natürlich Auswirkungen auf die Zeit haben wird. Und natürlich kann die Strategie, wenn wir sagen, wir haben ein RAID-System oder wir haben eine SSD, kann die Lesestrategie eine völlig andere sein. Und wenn wir wirklich ein reibungsloses, schnelles Ergebnis erzeugen wollen, müssen wir dann im schlimmsten Fall auch mit Parametern spielen können. Und sagen können, ich ändere bestimmte Parameter, weil zwar ist meine Platte schneller, wenn mein Programm aber nicht darauf abgestellt ist, schneller zu sein, dann muss ich mir darüber eigentlich auch keine Gedanken machen, weil dann verliere ich die Zeit ja gar nicht auf der Hardware. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass selbst gleiche SSDs, wenn sie neuer sind, schneller sind als ältere. Auch das ist eine Geschichte, die wahrscheinlich mit der Hardware zu tun hat. Aber uns interessiert der Punkt, wenn unser Programm anfängt einzugreifen, weil das ist der Punkt, den wir kontrollieren können.
Und das Erste, was wir berücksichtigen müssen, ist, dass wir selber auch einen Puffer haben. Das heißt, wenn wir einen Lesevorgang machen, wenn wir auch nur einen Satz lesen, dann wird C++ trotzdem diesen Puffer lesen. Das führt natürlich dazu, dass wenn wir nicht die ganze Datei lesen wollen, sondern nur gezielte Informationen haben, ein großer Puffer vom Nachteil sein kann. In dem Moment, wo wir größere Datenmengen lesen, kann ein größerer Puffer, oder ist wahrscheinlich ein größerer Puffer gut. Deswegen gibt es da nicht die Standardeinstellung. Weil das Programm weiß ja nicht, was der Programmierer will, in dem Moment, wo es erstmal anfängt, an die Sachen bereitzustellen. Deswegen ist es eben auch wichtig, dass wir das Ganze machen können. Und hier hatten wir eine Funktion, die, wir haben ja den Read-Puffer. RD-Buffer von dem File-Stream-Objekt, was dahinter liegt, wo wir quasi ein Objekt zuordnen können. Das muss natürlich von der Art der Daten zu dem passen, was in der Datei ist. Wir haben eine ANSI-Datei, die wir lesen, also eine 8-Bit-Datei. Also müssen wir auch einen 8-Bit-Charakter-Zeichenpuffer zur Verfügung stellen. In dem Moment, wo wir einen W-String lesen würden, also internationale Zeichen aus einer Datei, müssten wir ihm adäquat natürlich auch W-Strings zur Verfügung stellen. Und in dem Moment, wo wir Unicode lesen, also UDF lesen, wenn das ein UDF-8 ist, dann müssen wir ihm auch alle 8-Bit-Zeichen zur Verfügung stellen. Ist das UDF-16, müssen wir ihm 16-Bit-Zeichen zur Verfügung stellen. Und ist es UDF-32, dann müssen wir ihm 32-Bit-Zeichen zur Verfügung stellen. Also wir können diesen Puffer selber steuern. Wir können den alten wegschmeißen, um das mal so zu formulieren. Wir können den alten eliminieren und können quasi uns einen neuen Puffer dahinsetzen. Der Standard-Lesepuffer wird relativ klein sein. Wir werden also eher in die Richtung tendieren, bei größeren Datenmengen, die wir lesen, ihm auch einen größeren Datenpuffer zu geben. Die Funktion RDBuff, die wir da verwenden, um diesen Puffer entsprechend zu setzen, wenn wir das verändern würden, würde die den alten Puffer zurückgeben oder wir greifen auf den bestehenden Puffer zu und erreichen dadurch, dass wir über Funktionen und Parameter sauber handeln können und sagen können, pass mal auf, du nimmst jetzt dieses Datenfeld, es muss nur wissen, wie groß ist es, er muss wissen, wie groß ist der Puffer und er muss halt einen Zeiger auf das erste Element haben. Dieser Datenverkehr, der hier zwischen passiert, die Datei in den Puffer, der passiert immer. Wie gesagt, der passiert seitenweise. Wir können an der Stelle auch wirklich nur hoffen, dass die Seiten tatsächlich chronologisch und fortlaufend sind, dass sie also nicht in diesen Datenmengen hin und her springen. Deswegen ist ein serielles Verarbeiten von größeren Datenmengen natürlich ein gewisser Vorteil, weil er wirklich diesen Puffer synchron durchziehen kann. Er springt also nicht noch in diesen Puffer hin und her. Hier wird die Datei in diesen Puffer hineinkopiert. Das ist also unsere erste Kopie. Ich schreibe hier mal eine 1 drüber. Aus der Datei werden diese Daten in dieses Teil hineingeschrieben. Jetzt haben wir gesagt, an dieser Stelle, wir nehmen String Row. Haben wir sie, glaube ich, genannt. Wir nehmen uns einen String. Wir gehen also zeilenweise durch dieses, also immer bis zum Newline-Zeichen, gehen wir durch diese Zeichen durch, aus diesem Puffer. Das heißt, wir kopieren jetzt die Daten in diesen String hinein. Das ist die zweite Kopie. Die erste Kopie ist technisch, die können wir nicht verhindern. Wir können sie optimieren durch die Puffergröße, aber wir können sie nicht verhindern. Die Festplatte über das I/O-System wird die in diesen Puffer schreiben. Das zweite ist aber schon durch unseren Algorithmus bestimmt, weil wir gesagt haben, zeilenweise lese das bitte und schreibe immer eine Zeile in dieses String rein. Er kann diesen Puffer hier nicht umwippen. Der Puffer bleibt ja in sich geschlossen, auch auf der technischen Ebene, also Zeiger auf Charakter in unserem Fall, plus die Länge, viel mehr Informationen muss er von dem Puffer ja gar nicht haben. Und beim Lesen dieser Funktion getLine geht er jetzt durch diesen Bereich durch, sucht das Newline-Zeichen, das erste, was er findet, und kopiert diesen Bereich in diesen String hinein. Dieser String ist sehr lang, im Mittel wahrscheinlich etwas über 100 Zeichen.
Ist also auf jeden Fall ein langer String. Das müssen wir uns merken. Das ist ein Long String. Jetzt gehen wir vom Algorithmus her und zerlegen diese Zeichenkette in unsere Items. Auch das sind Kopien. Wir haben eine Funktion geschrieben, die quasi den String nimmt, sucht nach einem Semikolon und kopiert den Inhalt, dieses Teilstück, in einen neuen String hinein. Ich schreibe mal hier drunter, das war unser Tokenizen. So wird es in der Regel bezeichnet. Wir haben die Zeichenkette zerlegt. Aber wir haben sie wirklich über Strings zerlegt. Wir haben einen String genommen als Eingabe, unser String roh, und haben jetzt unsere Items hier draus gemacht. Aber in der Regel auch wieder Strings. Unsere erste, unsere zweite, unsere dritte Kopie. Wir haben also die Daten genommen von der Datei in unseren Puffer, vom Puffer in unseren String, vom String in diese Teilobjekte. Und jetzt vernachlässigen wir mal die beiden Zahlen, die am Ende stehen, also die Latitude und die Longitude. Information, die dann ja sogar noch zum Double umgewandelt wird, sondern sagen einfach, wir haben diese Teile zerlegt. Weil im ersten Schritt, wenn diese Items erzeugt werden, sind ja auch die Zahlenstrings. Nicht vergessen, wir sind immer noch auf der String-Ebene. Wir haben tokenized, hat nur uns das Teil quasi auseinandergenommen. Wir haben also die kompletten Teile. Einmal in diesen kompletten, dann haben wir das in die zerlegten Teilstrings geschrieben. Davon sind wahrscheinlich einige Shortstrings. Von der Optimierung her nicht alle. Einige werden weiter Longstrings sein. Insbesondere gerade die Stadtbezirke oder die Straßennamen sind doch teilweise relativ lang. Und insofern bleibt das dabei. Wir haben also die dritte Kopie gemacht. Jetzt haben wir unsere Datastruktur, unser T-Data. Mit unseren eigentlichen Feldern, also mit dem Feld STR City, mit dem Attribut STR Street, mit dem Attribut STR Street Number. Wieder ganz viele Stringobjekte und eben diese beiden Zahlenobjekte am Hintern, die uns im Moment erstmal nicht interessieren, die hinten dranhängen. Wir haben wieder sehr viele Stringobjekte. Und wieder kopieren wir. Weil das, was wir übergeben in unserer Funktion, um das einzuordnen, das sind ja konstante Referenzen gewesen. Die können nicht einfach von links nach rechts gehen, sondern die müssen kopiert werden. Das heißt, auch hier erzeugen wir die vierte Kopie. Wir können es nachvollziehen, das ist der Vorteil bei uns. Wir müssen uns nur Gedanken darüber machen. Jetzt bauen wir dieses Element hier in den Vektor ein. In unseren Datenvektor. Im schlimmsten Fall machen wir das mit Pushback. Pushback, also C++ vor C++ 11, bevor wir mit R-Values und Ähnlichem begonnen haben, konnte ja nur Kopien in Container nehmen, wenn wir echte Elemente drin gehabt haben. Bei Zeigern wäre es was anderes gewesen. Aber Zeiger in Containern sind auch wieder so eine Sache, da ist die Freigabe nicht ganz so einfach und da sollte man eigentlich gerade auch als Programmieranfänger immer die, ja, sollte man nicht versuchen, also um Gottes Willen, sondern immer versuchen, lieber mit ganzen Objekten zu arbeiten, die dann auch zerstört werden, immer mit vollständigen Objekten zu arbeiten. Wir haben unseren Vektor. Wir machen Pushback. Pushback fügt hinten an den Vektor an. Das gucken wir uns gleich noch an. Aber es wird eine Kopie der Elemente erzeugt. Das heißt, unsere Strings, die wir hier vorne mal eingelesen haben, die dann tokenized wurden, die dann in diese Datenstruktur, in unser Urelement eingelesen wurden, in unser Rohelement, werden jetzt in den Vektor hinten angehängt. Dabei wird wieder eine Kopie erzeugt. Das heißt, hier entsteht die fünfte Kopie im besten Fall. Und jetzt ist der Vektor technisch auch noch da. Der Vektor funktioniert so, dass der Vektor mit zwei Größen arbeitet. Der Vektor hat eine Size, und der hat eine Capacity.
Kappa. Der hat die Größe, das ist das, was er aktuell drin hat, und die Kapazität, das ist das, was er verkraften kann. Hinter dieser Vergrößerung eines Vektors steckt irgendwo eine logarithmische Größe und Funktion, das ist auch irgendwie im Standard festgelegt. Im Standard ist nicht festgelegt, wie der Vektor sich vergrößert, aber dass dieses Verhalten, wenn er sich vergrößert, doch zumindest eine logarithmische Funktion ergibt. Das heißt, desto mehr, größer der Vektor ist, desto größer wird der Kapazitätssprung, den er braucht. Standardmäßig vor C++11 wurde ein Vektor auch nie kleiner. Wir können Vektor zwar vergrößern, aber wir können ihn nicht verkleinern. Wir können die Size auf 0 setzen, damit bleibt der Vektor aber in der ursprünglichen alten Größe erhalten. Weil uns auch klar sein muss, immer wenn wir einen Vektor haben, nehmen wir mal einen Vektor mit 5 Elementen, der eine Kapazität von 5 hat, 1, 2, 3, 4, 5, dann schreiben wir das erste rein, dann schreiben wir das zweite rein, dann schreiben wir das dritte rein, dann schreiben wir das vierte rein, dann schreiben wir das fünfte rein. Auf dem Arbeitsspeicher ist nichts passiert. Wenn das sechste Element kommt, stellt er aber fest, dass die Kapazität kleiner ist als die neue Größe. Und jetzt erlaubt das Betriebssystem ja nur eine Kopie. Es geht nichts anderes. Das heißt, er kopiert, er erzeugt einen neuen Speicherbereich. Nehmen wir mal an, mit einer Kapazität von 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 haben wir jetzt genommen. So, dann kopiert er die bestehenden Elemente in den neuen Bereich und gibt diesen Bereich frei. Was anderes kann das Betriebssystem nicht. Wir können also nicht einen Speicherbereich so ohne weiteres vergrößern. Wir können immer nur einen neuen Speicherbereich anfordern. Und C++, das passiert völlig transparent für uns, wir haben damit nichts am Hut, kopiert quasi diese Daten in den nächsten Bereich. Damit haben wir eine neue Kapazität. Er kann wieder Sätze einfügen, erreicht wieder die Kapazitätsgrenze. Und jetzt wiederholt sich das Prozedere. Das heißt, er rechnet wieder aus, wie wird die neue Kapazität sein, fordert den Speicher entsprechend an, kopiert die bestehenden Elemente da rein und hat wieder Platz, um neue Elemente anzufügen. Und so wiederholt sich das. Das heißt, hier im Hintergrund wird quasi wie so eine Tretmühle immer wieder Speicher allokiert. Mit dem, was wir machen, wir lesen ja immer 384.000 Datensätze ein. Ich möchte nicht wissen, wie oft er in die Vergrößerung dieses Vektors geht. Und das wird auch kopiert. Und das ist natürlich eine fatale Geschichte, die da ja, passiert in dem Moment, muss man wirklich dazu sagen. Und das ist auch, wo die meiste Zeit verloren geht. Und wo auch viele andere Sprachen keine Antwort drauf haben, sondern wo wir uns einfach überlegen müssen, wie können wir jetzt bestimmte Dinge verhindern? Wie können wir das substanziell verbessern? Und natürlich ist dieser Mechanismus, dieses dynamische Vergrößern, das Allerschlimmste, was am meisten Zeit in diesem Teil wahrscheinlich in Anspruch nimmt. Nun könnten wir hingehen und könnten sagen, wir lesen die Datei einmal komplett durch und suchen nur nach Newline-Zeichen. Das kann bei einer Datei sogar unter bestimmten Bedingungen mit einer relativ schnellen Festplatte ein erfolgsversprechender Ansatz sein. Das heißt, ich lese die Datei einfach nur nach Newline-Zeichen. Zähle die Newline-Zeichen, damit weiß ich, wie viele Zeilen da sind. Damit kann ich den Vektor von Anfang an in seiner Größe allokieren und kann daraus schlussfolgern und kann dann den Rest verarbeiten. Und damit verhindere ich zumindest die Kopiererei hier im Hintergrund. Weil, wie gesagt, nochmal, am Anfang sind da 5 Elemente drin, die kopiert werden. Das geht mit einem Wimpernschlag. Aber irgendwann sind da 100.000 Elemente drin, die kopiert werden. Und das geht eben nicht mehr mit dem Wimpernschlag, sondern dann verbrennen wir richtig Zeit. Und deswegen wird, desto größer der Vektor wird, exponentiell die Laufzeit steigen. Nicht linear, sondern die wird exponentiell steigen. Das heißt, desto mehr wir hinten an Elementen haben, desto mehr Elemente wir haben, desto katastrophaler ist die Auswirkung von dieser dynamischen Vergrößerung. Das müssen wir einfach mit im Hinterkopf behalten. Und jetzt haben wir die Fragen, wir haben hier intern im Endeffekt schon 5 Kopien erzeugt, um die wir gar nicht drum herum kommen. Die eine haben wir noch nicht mal im Einfluss. Die erste, also wenn er über den BIOS quasi die entsprechenden Sektoren in den Puffer schreibt, in seinen Cache schreibt und dann von dem Cache in den Puffer reinbringt, da haben wir nicht viel Einfluss drauf. Das Einzige, was wir eben wirklich steuern können, ist die Größe des Puffers.
Das ist eine wesentliche Information, die Auswirkungen haben kann. Achtung, immer dran denken. Natürlich hat diese Puffergröße, er liest immer diese Seite. Also ich möchte nur einen Satz haben, trotzdem liest er den kompletten Puffer. Wenn ich sowieso alle Daten in haben will, macht sich ein großer Puffer gut. Wenn ich nur einen Satz lesen wollte, dann wäre es natürlich Quatsch, wenn ich hier 4K mal 10 Informationen in diesen Puffer transferieren würde. Weil hier wirklich immer der Puffer einmal gelesen wird. Technisch ist es das Schnellste, was passieren kann, dass er weiß ungefähr, wo ist die ganze Information, holt sich diese Seite, bumm, fertig. Also wie gesagt, immer berücksichtigen, was passiert da, was machen wir damit. Es ist nicht immer die richtige Lösung, einen großen Puffer zu haben. In unserem Fall ist es wahrscheinlich eine gute Lösung. Es gibt sogar die perfekte Lösung mit diesem Puffer. Muss man auch dazu sagen, weil wenn wir drüber nachdenken, ist natürlich die Frage, müssen wir diesen Puffer überhaupt nochmal wieder? Also können wir nicht direkt mit diesem Puffer arbeiten? Das ist ja die ganz interessante zentrale Fragestellung. Also was wäre denn, wenn wir diesen ganzen Schritt hier überspringen könnten? Wir haben unseren Puffer, den können wir nicht beeinflussen, der wird gelesen. Können ihn in der Größe beeinflussen? Nutzen wir das für uns aus? Und arbeiten sofort mit dieser Information weiter. Und wie gesagt, C++ ist wirklich eine Programmiersprache, die uns ganz viele Möglichkeiten gibt. Und deswegen fangen wir an zu optimieren. Und dann kommt natürlich die Frage R-Value dazu. C++ 11 bringt uns ja die R-Values. Wie können wir hier in diese Konstruktion hineinstarten und können R-Values verwenden? Und C++ 17, wir hatten das in der Schulung, wenn auch jetzt in unserer Evolution noch nicht, weil wir da nicht so weit sind, aber C++ 17 bringt uns ja String-Views. Wie können String-Views in diese ganze Konstruktion mit hineinkommen und wie können wir das für uns ausnutzen? Und last but not least, das ist das, womit wir gestartet sind, ist natürlich die Frage, was können wir hier mit asynchronen Geschichten machen. Asynchron klingt schon wie eine Perversion, muss man fast sagen. Weil wir reden hier vom sequentiellen Lesen einer Datei. Sequentielles Lesen einer Datei. Und ich mache mir über asynchrone Sachen Gedanken. Das passt nicht zueinander, werden viele von euch zu Recht sagen. Also sequentielles Lesen bedeutet ja, zieh sie am Strich durch. Also geh einmal drüber über die ganze Datei, von vorne bis hinten, ohne großartig zu überlegen. Aber wenn wir bestimmte Sachen für uns erkennen am Ende und wollen es wirklich optimieren, können wir da sogar mit asynchronen Sachen arbeiten. Um die R-Values ein bisschen besser zu verstehen und Strings überhaupt ein bisschen besser zu verstehen, möchte ich heute noch über was Theoretisches sprechen. Gucken wir mal. Im Chat ist, glaube ich, nichts passiert. Sonst hätte ich es gesehen, weil den habe ich, glaube ich, eingeschaltet. Doch, der ist eingeschaltet. Es ist auch total leer heute. Ist heute irgendwas? Habe ich irgendwas übersehen? Außer, dass schlechtes Wetter ist. Wir haben ja schon ganz viel über Optimierung von C++ gesprochen. Dinge, die C++ für uns übernimmt. Das sind in der Regel immer Abkürzungen. Wir hatten die Return-Value-Optimierung. Und wir hatten die Named-Return-Value-Optimierung, die natürlich ein Spezialfall davon ist. Und wir hatten die Unnamed-Return-Wert-Optimierung, die quasi das Gegenstück dazu ist. Wir hatten viel über die Move-Semantik gesprochen, dass C++ oft keine Kopien mehr übernimmt, sondern Daten schiebt quasi und wiederverwendet. Heute möchten wir über die sogenannte Short-String-Optimierung sprechen. Und auch hier, wie könnte das anders sein, SSO, haben wir wieder drei Buchstaben als Abkürzung, womit sich das Ganze verbirgt. Und SSO wurde, ja, weiß ich gar nicht, wer der erste der Compiler war, der damit angefangen hat.
Ich glaube, in Standard Lib tauchte das sogar zuerst auf, also in einer der freien C++-Bibliotheken oder der Portierung von C++-Bibliotheken, wurde dann relativ schnell von den verschiedenen Compilern-Herstellern unterschiedlich übernommen. Aber das heißt, es gibt im GNU, ich glaube seit der Version 7, die SSO. Ziellängen, weiß ich gar nicht, ab welcher Version Ziellängen das zur Verfügung gestellt hat. Auch Microsoft im Microsoft Toolkit, im Microsoft Compiler macht SSO. Und insofern, weil es unterschiedliche Ansätze gab, ist dann auch irgendwann das Komitee gekommen. Und das ist ja das Schöne an C++, dann kommt halt auch irgendwann das ISO C++-Komitee und versucht, diesen Wildwuchs auch wieder einzubremsen. Und insofern gibt es tatsächlich in dem C++-Standard 23 für SSO ja, verbindliche Forderungen, verbindliche Standardisierung. Also auch überhaupt generell alles, was Optimierung ist, was in dem Compiler technisch Optimierung wird, wird zunehmend durch C++ auch tatsächlich standardisiert. Und insofern gibt es tatsächlich im C++ 23 Standard, und deswegen bezeichnet man es auch als SSO 23, eine Vorgabe, wie zukünftig solche Sachen zu handhaben sind. Jetzt gucken wir uns erstmal ein String-Objekt an. Ein String-Objekt ist vom Prinzip her ein Vektor von Charakteren. Ganz einfach gesprochen ist das ein Vektor von Charakter. Nehmen wir mal den Vektor von Charakter und überlegen, was ist in so einem Vektor von Charakter eigentlich drin? Wie groß ist der eigentlich? Wir gucken uns das Ganze jetzt, natürlich hat Größenrechnung auch immer was mit dem Betriebssystem zu tun, für ein 64-Bit-System an. Wir überlegen jetzt, wie groß ist so ein Objekt, ein Vektor mit Charakterelementen. Und wieder überlegen, ich habe das eben gesagt, bei dem Vektor unserer Datenelemente, dass ein Vektor sich natürlich durch einen Speicherbereich auszeichnet. Wir haben also irgendwie sowas wie einen Pointer. Ein Pointer ist 64 Bit. Und 64 Bit sind 8 Byte. Ja, 8 mal 8, 64, ja, sind 8 Byte. Das ist da, wo der eigentliche Zeichenkette liegt. Die haben wir. Dann kommen aber noch zwei Zahlen dazu. Wir haben einen Size T-Wert mit der eigentlichen Größe, die der String hat. Vektor, hatten wir gesagt, besteht immer aus zwei Maßzahlen. Wir haben die Kapazität, das ist das, was er aufnehmen könnte, also seine wirkliche Größe, seine technische Größe. Und wir haben die Größe, der Size-Wert, wie viele Elemente wirklich da drin sind. Ursprünglich war das ein Vektor, das war genauso gespeichert. Damit haben wir natürlich einen Size-Wert gehabt mit der eigentlichen Größe und wir haben einen Size-Wert gehabt mit der Kapazitäten. Size T ist ein unsigned long-long-Wert, also entspricht wieder der Betriebssystemgröße, sind also auch 64 Bit. So, 8, 8, 16, 24 Byte ist so ein Objekt also groß. Jeder String ist 64 Byte groß, egal wie er erstmal gespeichert ist, von der Grundidee her, ursprünglich ist es eben so gewesen, Vektor von Charakter. Und jetzt sind natürlich die pfiffigen Leute auf die Idee gekommen und haben gesagt, jetzt nehme ich einen String mit Charakterwerten. Nehmen wir mal an, da sind 5 Postleitzahlen, 5 Elemente drin. Schreibt man hier nur als Beispiel unseren ZIP-Code, ändern wir mal die Farbe. ZIP-Code war ein String und maximal ist das Ding 5 Stellen lang. Der ist sogar immer 5 Stellen lang, wenn er eingelesen ist. Der ist entweder leer oder 5 Stellen lang, im Fall von deutschen Adressen. Wir haben gesagt, ZIP-Code auf jeden Fall auch in den Postleitzahlen nie als Zahl speichern.
Es ist der Anfang von allen Problemen. Insofern fünf Zeichen, fünfmal Charakter, wäre ja eigentlich fünfmal Charakter, fünfmal acht, 30. Hinzu kommt, dass diese 30 Byte, die wir haben, hier ja on top kommen würden. Dieser String in seinem eigentlichen Datenelement sagt ja, ich habe hier einen Zeiger auf Charakter, ich habe die Size-Wert 5, ich habe die Kapazität, wenn er so angefordert wird, wahrscheinlich auch 5, und dann ist dieser Speicherbereich, der nicht in seinem Vektor mit drin liegt, sondern der im Heap liegt, der also außerhalb liegt, im dynamischen Bereich liegt, der wäre ja trotzdem da. Das heißt, diese 30 Byte, die würden on top kommen. Und wieder nochmal, die meisten Programmiersprachen lösen das genauso. In C++ ist man aber irgendwann hingegangen, wie gesagt, vor 10 Jahren, um den Daumen vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, und hat gesagt, eigentlich ist das doch Schwachsinn. Ich habe hier ein Objekt mit 64 Byte, ich habe hier einen String mit 30 Byte, der würde locker in das Objekt mit den 64 Byte reinpassen. Aber stattdessen fordere ich dynamisch Speicher auf dem Heap an von 30 Byte, merke mir den Pointer, merke mir die Größe, merke mir die Kapazität und kopiere das dann in diesen Bereich hinein. Das ist totaler Schwachsinn. Das heißt, gedanklich bis zu 24 Zeichen, sagen wir mal bis zu 24 Zeichen, könnte ich ja gedankenlos verwenden und könnte sagen, das ist mein Bereich, den so lange der String nicht länger ist als 24 Zeichen, nehmen wir mal diese logische Zahl im Moment, die erreicht keiner der Compiler, dann benutze ich einfach diesen Datenbereich hier und schreibe nicht in den Heap rein, sondern ich schreibe direkt in mein Datenelement rein. Das heißt, ein kurzer String wird immer im Datenelement selber gespeichert, statt der anderen Information. Das ist wieder relativ harmlos zu lösen. Wir haben eine Short-Information. Die Short-Information ist einfach ein Charakterzeiger, beziehungsweise ist verkehrt, ist ein Charakterpuffer. Nennen wir es mal SZ-Puffer hier, mit der Länge, die angegeben ist. Und wir haben eine Long-Information. Die Long-Information besteht aus einem Charakterzeiger, einem Size-T-Wert und noch einem Size-T-Wert. Dafür müssen wir nicht mal Objektorientierung machen. Das hier kann, die Länge müssen wir vielleicht auch speichern, hinten dran so ein bisschen. Das ist eine Struktur. Und auch das ist eine einfache Struktur. Eine Zeichenkette ist entweder eine Long-Information aus dem Charakterzeiger plus dem Size-T-Werten für die Größe, für die Size selber und die Kapazität. 64 Byte. Oder es ist ein Charakterpuffer, der maximal diese Größe plus die Größe hat, die allokiert wird. Die Gefahr besteht, diese beiden auseinanderzuhalten. Aber der nächste Schritt ist wieder einfach beim Programmieren. Da ist keine Magie hinter. Ich muss nur eine Union machen. Entweder von meinem Short-Wert oder von meinem Long-Wert. Das heißt, jeder String ist eine Union. Jedes String-Element, jeder String ist eine Union. Die entweder so ein Short-Element enthält, wo der String direkt enthalten ist, oder es enthält ein Long-Element, wo er quasi den verlängerten String im Heap dynamisch verwaltet. Mit dem Zeiger da drauf, plus der Größenangabe, plus der Kapazität. Das, was so simpel aussieht für uns als Programmierer, da steckt tatsächlich Magie hinter. Jetzt erreicht keiner der Compiler und Bibliotheken tatsächlich die komplette Größe. Das liegt einfach daran, weil wir natürlich unterscheiden müssen. Wir müssen erkennen, wann ist es ein kurzer String, wann ist es ein langer String, damit wir die Union entsprechend lesen können. Wenn wir wissen, das ist ein langer String, dann gehen wir ja anders daran, als wenn es ein kurzer String ist. Und deswegen ist der hintere Bereich hier leer.
Und ich will jetzt gar nichts Falsches sagen. Ich glaube, Microsoft und Xilinx benutzen 15 Zeichen, 16 Zeichen. Und ich glaube sogar, GNU kommt auf 17 und mehr Zeichen. Also GNU hat tatsächlich mehr Zeichen da drin, benutzt ein etwas anderes Verfahren. Der Hintergrund ist natürlich der, dass diese Länge hier begrenzt ist. Wir müssen also nicht den kompletten hinteren Wert haben. Von der Idee her. Wenn wir jetzt sagen, wir haben hier 64 Byte zur Verfügung und wir haben hier, sagen wir mal, 60 Zeichen, also wir würden einen Charakterpuffer mit 60 wäre schlecht, 64, 56, mit 56 Kilo, nicht Kilo, mit 56 Byte nehmen. 8. 24, 56 Bit nehmen. Jetzt müssen wir mit Bit und Byte aufpassen, mit Bit nehmen. Dann hätten wir hinten die Länge von 8 zur Verfügung. Das heißt, wir könnten in den 8-Bit einkodieren, wie lang diese Zeichenkette sein könnte. So viel brauchen wir ja gar nicht. So lang kann sie ja gar nicht sein. Das heißt, wenn wir hinten irgendwie was erkennbar verändert, leer lassen oder wie auch immer, können wir ja über eine Bitverschiebung uns dieses Element noch kleiner machen. Und andererseits darf natürlich nicht so viel Logik dahinter stecken. Denn desto mehr Logik dahinter steckt, desto schwieriger das zu erkennen ist, ob das eine lange oder eine kurze String ist, desto länger braucht das Programm ja bei jedem Zugriff auf den String, um an die Daten zu kommen. Das heißt, es muss mit einem Schnips erkennen, das ist ein kurzer oder das ist ein langer String. Und an diesem Verfahren, wie gesagt, da stört sich das Ganze ein bisschen. Was kommt mit SSO 23 dazu? Da wird quasi an jeden String noch ein Zusatzpuffer gehängt. Das heißt, man optimiert das dahingehend und will das vereinheitlichen in dem Moment, wo ich sage, an jedes String-Element an sich wird nochmal ein Zusatzpuffer dran gehängt und damit wird diese Größe von 64K nochmal vergrößert. Von 64 Bit. 24 Byte. 8, 64, 64 mal 3, 28 Byte nochmal vergrößert. Und diese Größe, wie die liegt, das ist immer wieder bibliotheksabhängig. Das ist also nicht standardisiert, sondern man sagt einfach, wir führen ein zusätzliches Element ein, was hinten dran hängt und damit besteht die Optimierung eben noch leichter, eine zusätzliche Zeichenkette zu übernehmen. Und tatsächlich ist es so, dass eben erst bei großen Zeichenketten das anfängt zu schwinden. Und hier muss man auch das R-Value verstehen. Natürlich ist das nicht so ohne weiteres möglich, Speicher auszuswappen. Wenn immer wieder gesagt wird, das swappt C++ Speicher aus und das geht alles so reibungslos, natürlich geht das in bestimmten Bereichen nicht. Ich habe einen bestimmten Speicherblock, der zusammenhängt, dann kann ich den nicht wieder zerstückeln. Was passiert also? Warum ist ein R-Value vom Vorteil? Weil der R-Value natürlich, wenn ich jetzt einen String habe, ich habe einen String mit einem Long-String, nehmen wir wirklich den Long-String. Beim kurzen String macht das nicht viel Effekt, aber der Long-String, wir haben einen Long-String. Dann hat der einen Charakterzeiger und der hat die beiden Size-T-Werte. Das hatten wir ja schon gesagt. Und ich habe auf der anderen Seite auch einen String. In dem Moment, wo ich eine Kopie erzeugen muss, guckt er, wie groß, welche Kapazität hat dieser String da drüben? Nehmen wir mal an, er macht eine 1 zu 1 Kopie, guckt sich die Kapazität an, nimmt diesen Speicher. Vielleicht ist der schon belegt, in dem String war schon was drin, dann muss er den Speicher vorneweg freigeben, der hier schon vergeben war. Das muss er ja kontrollieren, der String hat schon Inhalt gehabt, ich kopiere einen neuen Inhalt hinein, also muss der Speicher natürlich erstmal sauber freigegeben werden. Oder ich muss gucken, ist mein Speicher größer von der Kapazität her, als er vorneweg gewesen ist. Das heißt, wenn ich größere Daten gehabt habe, als ich sie hier habe, dann kann ich natürlich auch in diese Kopie hinein einfach die Information hineinlegen und kann das eins zu eins da reinspielen. Ist er kleiner, muss ich auf jeden Fall einen neuen Speicher erzeugen, muss ich den alten freigeben, erzeugt einen neuen Speicher, merkt sich die Kapazität, holt sich die Größe von der Seite und kopiert die Daten eins zu eins von einem String in den anderen String. Das ist Kopieren. Was ist jetzt R-Value? Ich nehme den Zeiger und spiele den darüber.
Ich nehme die Size, spiele die darüber und tausche die aus und ich tausche die Size aus. Das heißt, mein Speicher, der vorneweg an dem String hing, hängt jetzt an dem und die Größeninformationen passen wieder. Ich könnte also auf der anderen Seite mit dem String weiterarbeiten, weil ich habe die Informationen 1:1 übernommen. Ich habe hier aber nicht hunderte von Zeichen kopiert, sondern ich habe nur diese 24 Byte kopiert. Also 64 mal 3 Bit. Mehr musste ich nicht kopieren oder austauschen, also swappen, weil damit habe ich den kompletten String umgehängt. Das passiert aber nur bei Zeichenketten, die auch mindestens größer als, nehmen wir mal x, also 16, 17 Zeichen Länge haben. Sonst würde sich das auch nicht lohnen. Sonst hätte ich einen Overhead damit. Aber der Overhead wird durch die String-Optimierung ja schon wieder verhindert. Das heißt, das R-Value ist eigentlich nichts anderes, als dass die Speicherbereiche tauschen, die hier hinterhängen. Natürlich mit der Größenanpassung und so weiter. Das muss passen, dieses Element, dieser Speicher muss natürlich zu diesen Angaben passen. Und wenn der String danach aufgegeben wird, dann löscht der aufgebende String den Speicher ja auch sauber. Ich kann ihn also nicht verlieren. Der Ohne ändert sich. Und das ist das, was mit dem Swappen immer gemeint wird oder was hinter dieser Swap-Funktion eigentlich steht. Wenn ich einen reinen Int-Wert swappe, habe ich nicht viel erreicht. Da will ich auch nicht viel an Performance gewinnen. Wenn ich sehr kurze Zeichenketten swappe, wird auch nicht viel passieren. Weil wenn ich im Short-String-Bereich drin bin, dann muss ich nur habe ich lange Zeichenketten, dann wird der R-Value-Operator seine volle Leistung ausspielen, weil nur die Speicherbereiche umgehängt werden unter dem Teil. Also R-Value, dieses Swappen, hat nichts mit der Return-Wert-Optimierung und der Move-Semantik an sich zu tun, sondern da geht es wirklich darum, dass das Speicherobjekt A mit dem Speicherobjekt B ausgetauscht wird und natürlich ist das tief in die Bibliotheksimplementierung eingestrickt. Das heißt, bei allem, was wir verwenden, wo die Bibliothek von C++ eine Rolle spielt, wird das auch berücksichtigt, unter der Voraussetzung, wir stellen die entsprechenden Operatoren zur Verfügung. Das ist natürlich ganz wichtig. Und damit werden wir bei bestimmten Sachen, die wir machen, sehr große Effekte erzielen können, bei anderen Dingen, die wir entscheiden, relativ kleine Effekte. Und für uns ist es wichtig, dass wir einfach begreifen, String ist nicht einfach ein Charakterfeld oder das, was in anderen Sprachen daraus gemacht wird, sondern da steckt tatsächlich schon ein optimiertes Element hinter, dass wenn wir einen Overhead erreichen würden, weil wir brauchen diese drei Speichergrößen beim 64-Bit-System, sind wir eben bei 24 Byte, die wir sowieso haben. 24 Byte können wir also ausnutzen, könnten wir ausnutzen, bevor wir überhaupt einen Effekt erzielen. So, wir müssen also anfangen und müssen überlegen, wie können wir hier das entsprechend optimieren, was können wir machen, was müssen wir machen, damit das Programm stabiler funktioniert, wie können wir es noch beschleunigen an bestimmten Stellen. Ja. Wir hatten ja mit der Excel-Datei schon angefangen und hatten ja überlegt, was kann man damit machen. Eigentlich haben wir hier nur mit zwei Funktionen gearbeitet. Wir haben hier unsere S-Verweisfunktion, unsere Verkettenfunktion gehabt. Damit haben wir alles zusammengesetzt. Natürlich kann man überlegen, dass man natürlich, wenn man jetzt irgendwie einrücken will, und da gibt es eine Wiederhole-Funktion, glaube ich, in Excel, wenn ich irgendwelche Geschichten wirklich haben wollte, die da drüber oder drunter stehen, dann könnte ich auch mit, wenn die Zelle leer ist, aber die Zelle nicht leer ist, also mit und oder Sachen machen. Aber das, was ich für Excel brauche, ist ein sehr begrenzter Vorrat. Jetzt kann ich natürlich auch die Wertetabelle ergänzen, die wir hier eingefügt hatten. Ich habe jetzt hier hinten nochmal so eine Spalte init eingefügt zum Initialisieren. Ich möchte also auch eine Initialisierung meiner Datenstruktur machen. Dann ist natürlich wichtig, wie ist der Wert, der entsprechend vorgegeben werden soll. Das heißt, ich kann diese Datenelemente beliebig vergrößern und kann dann auch so eine Sache einfügen, wie man das hier sieht, dass ich noch einmal den S-Verweis auf die Datentypenspalte 2 mache. Das ist das Präfix, was er verwenden soll für diesen Datentyp String str, für einen Doppelwert fl. Damit wird das in der Excel-Funktion auch entsprechend übernommen. Und ich möchte auch die Initialisierung machen und möchte halt, manchmal will ich einfach nur eine Zeichenkette initialisieren, dann möchte ich Strings doch mit dem S hinten dran, dann habe ich das literal zugeschaltet, initialisieren. Und Doppelwerte müssen sowieso ganz anders initialisiert werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe und
kopiere die Spalte nach hier unten, dann sehen wir, dass er die Elemente auch so aufbaut, wie ich das erwarte. Jetzt haben wir die nicht als FL Latitude und FL Longitude gespeichert, deswegen habe ich die da auch leer gelassen. Aber nehmen wir mal an, ich hätte das in der Struktur gemacht. Ich hätte mich also nicht für das Paar entschieden, sondern für eine normale Datenstruktur, wie die meisten von euch sie wahrscheinlich bisher auch gemacht hätten. Dann hätte ich hier natürlich auch diese Datenelemente und hätte die entsprechend mit zur Verfügung stellen können. Und wenn jetzt ein Int-Wert noch dazu kommt und ein Datum dazu kommen, kann ich das beliebig ergänzen, weil ich eigentlich nichts anderes muss, als diese Datentypen, die ich hier nutze, entsprechend mit zu ergänzen, Spalten einzufügen. Achtung, immer so ein bisschen darauf achten, dass das sortiert ist. Gerade wenn man genaue Sachen in Excel sucht, müssen die ganz oft sortiert sein, diese Tabellen. Aber das ist ja auch keine Magie. Das kann Excel ja im besten Fall auch selber, indem man, wo ich den Bereich hier nochmal markieren würde und würde sagen, sortieren. Ich kann mir das also schön zusammenbauen und wir sehen, ich habe jetzt hier in der Woche schon mal das Initialisieren und ein Kopieren mit reingebaut, wenn ich sagen will, ich will mir den Kopierkonstruktor bauen. Ich habe das Swappen schon mit reingebaut, auch zweimal, einmal für meine Struktur selber und einmal für links, also links und rechts geswappt. Also ich habe zwei Parameter, die übergeben werden, die entsprechend geswappt werden sollen. Und damit kann ich jetzt natürlich schon hingehen und kann relativ schnell programmieren. Und das, wie gesagt, in Zukunft bei jedem meiner Projekte. Das heißt, diese Datei, diese Excel-Datei, die muss ich ja nur einmal anlegen. Und dann sammle ich meine Metadaten, meine Informationen, die ich verarbeiten möchte. Und damit habe ich die Datenelemente angelegt. Ich habe sie initialisiert. Ich kann also sofort ein Init als Funktion zur Verfügung stellen. Ich kann mir sofort eine Kopie zur Verfügung stellen. Und ich habe hier auch sofort mein Swap. Und das kann ich jetzt natürlich sofort verarbeiten. Das heißt, wir gehen hier hin und wir haben hier unsere Adressstruktur und sagen, das allererste ist immer, wenn wir optimieren wollen, wir bieten eine Friend-Funktion, die Void zurückgibt, die swapped. Und jetzt haben wir das, die natürlich den Parameter T-Adress nimmt als Referenz. Das ist unsere linke Seite. Links heißen Handzeit. Und wir nehmen uns denselben Parameter nochmal, also Adress, und sagen, wir haben wieder eine Referenz. Natürlich muss das eine Referenz sein, wir verändern sie in dieser Stelle. Wieder eine Referenz und das ist unser RHS-Parameter. Schöne, wenn man immer ähnliche Namen verwendet, macht sich natürlich sowas wie so ein Excel-Template noch viel schöner, weil ich muss nichts mehr machen, ich bin fertig. Ne? Das kann ich auch an Ort und Stelle machen, ich kann es als Inline-Methode zur Verfügung stellen. Und gehe jetzt hier einfach hin und sage, hier habe ich das Ding entsprechend gehabt. LAS, RAS, kopiere mir das hier rein und habe meine Funktion fertig. Wenn mein Chef mich nach Zeilen bezahlt, habe ich jetzt schon wieder ein bisschen Geld verdient. Und ich habe es vor allen Dingen in jedem zukünftigen Projekt auch verdient. Ich muss eben nur darauf achten. Deswegen sind auch gedankliche Frameworks so wichtig beim Programmieren, dass wir immer wieder mit denselben Begrifflichkeiten, mit denselben Vorgehen herangehen. Das führt natürlich dazu, dass wir sagen, okay, wenn wir hier so eine Funktion haben und wir wollen einige Sachen doch doppelt und dreifach machen, deswegen nehme ich mir hier auf jeden Fall ein Private-Daten-Element und sage, das gibt eine Funktion unterstrich init. Und das gibt eine Funktion void unterstrich copy. Die Funktion unterstrich copy braucht eine T-Adresse. Konstante Referenz, die das Ganze übernimmt. Also wieder T-Adress und ich nenne es einfach mal wieder Ref. Das sind ganz wichtig statische Funktionen. Also statisch, early, nicht statisch, sind early gelingen, also early binding Funktionen. Keine virtuellen Funktionen, weil in Konstruktor, Destruktor und Ähnlichem kann man solche Funktionen nicht verwenden. Da muss man immer Early-Binded-Funktionen nehmen. Wir machen also ganz bewusst keine virtuellen Funktionen. Mit diesen beiden Funktionen kann ich aber hingehen und kann sagen, okay, ich baue mir hier ein Init auf und ich baue mir hier ein Copy auf. Jetzt nehme ich den Unterstrich bewusst weg und diese Methoden mache ich virtuell.
Das heißt, wenn die abgeleitet werden, dann müssen die oder stehen die halt auch zur Verfügung. In dieser Funktion init mache ich jetzt nichts anderes, als meinen Unterstrich init aufzurufen. Ups. Die Funktion ist fertig und in meinem Copy mache ich nichts anderes als meinen Unterstrich-Copy hier an dieser Stelle aufzurufen. Da übergebe ich ihm die Referenz und bin fertig. Fertig bin ich natürlich nicht, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, weil diese beiden Funktionen hier natürlich noch nicht existieren. Aber ich kann hier hingehen und kann sagen void und sagen, okay, meine Datenelemente, die will ich kopieren. Gucken wir uns das Ganze an. Variante Nummer 1 ist, ich würde das so machen. Datenelemente kopiert. Ich könnte aber auch mich entscheiden und könnte sagen, okay, so mache ich es nicht. Ich gehe jetzt bewusst hier hin, füge hier einfach noch mal eine Spalte ein und sage, dann müssen wir das erstmal die Markierung rausnehmen und sagen, Zellen einfügen, dann haben wir eine neue Spalte. Jetzt gehe ich hier hin und nehme mir den ganzen Bereich vorsichtig. Ich kopiere nicht ineinander, weil dann würde ich ja die Bezüge mit verändern. Ich möchte diese Zelle so haben, wie sie ist. Schreibe ich hier rein, habe ich erstmal dieselbe Geschichte. Und jetzt kann ich überlegen, okay, was ändert sich? Ich habe Konstruktoren und ich habe Selektoren zur Verfügung. Und natürlich kann ich auch auf einer logischen Ebene hingehen und kann sagen, ich rufe jetzt den Selektor vom Ref auf und benutze den Manipulator von meinem Element selber. Das würde bedeuten, dass wir hier erstmal den Verweis wegschieben, den brauchen wir nicht. Wir brauchen nur unsere Funktion. Unser Selektor heißt ja wie unser Element, was wir vorne benannt haben. Das heißt, ich nehme hier an dieser Stelle B2. Dann mache ich eine Klammer auf, dann kommt das Ref. Aber dieses fliegt hier wieder raus. Das Semikolon brauche ich noch, das fliegt hier wieder raus, das B2 bleibt. Und jetzt muss ich aber hier an dieser Stelle Klammer auf, Klammer zu machen, damit ich einen Selektor aufrufe und die Klammer zu von dem Manipulator. Jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Was meckert er jetzt an? Verketten. Hier kommt die Referenz. B2, Semikolon. Ach, hier fehlt die Klammer. Und jetzt sehen wir, wir haben genau das, was wir wollen. Ich habe hinten ref. Unseren Selektor aufgerufen. Selektor ist der Aufruf ohne Parameter. Der gibt mir den passenden Typ zurück, davon kann ich ausgehen und habe dann im nächsten Schritt einfach den Manipulator aufgerufen. Und damit bin ich schon wieder eine abstrakte Ebene höher und das Ganze wieder mit Inline-Methoden. Inline-Methoden werden ja durch den Compiler schon vorausgeführt und wie ein Makro quasi in die entsprechende Position gesetzt. Das heißt, am Ende habe ich nicht mehr da stehen, als was ich anders stehen hätte, aber eben unabhängiger. Das heißt, Kopieren über diesen Weg als Kopierfunktion zu machen, ist natürlich viel effektiver. Hier wieder, egal wie viele Zellen das werden, nach unten kopieren, fertig. Das heißt, ich kann dann natürlich genauso hingehen und kann sagen, nee, also diese Zuordnung, so will ich nicht haben. Die mache ich auf jeden Fall, Quatsch, nicht beim, das war ja sowieso verkehrt, wir sind jetzt nicht beim Init, wir sind beim Copy. Da kommt unsere geschweifte Klammer zu hin und dann kommt hier eine geschweifte Klammer auf hin und damit haben wir unsere Funktion hier entsprechend zur Verfügung gestellt. Der Vorteil ist, wir können ohne irgendwas neu zu machen jederzeit unser Datenelement auf Anfang zurücksetzen oder eben eine Kopie erzeugen. Das heißt, auch das Init ist nichts anderes als eine Excel-Spalte, die wir hier haben. Das ist unsere Spalte, die wir hier haben, die hier reinkommt. Und wenn wir jetzt das S nicht haben, wir haben das Literal nicht ergänzt, dann kann ich hier an dieser Stelle natürlich auch sagen, ich mache es jetzt mal hier. Ich kann es natürlich auch in der Excel-Vorgabe machen. Es ist ja nur eine Stelle, die ich ändern muss. Nicht viele Stellen, eine Stelle. Ich habe an einer einzigen Stelle in dieser Tabelle hinterlegt, wie soll so ein String initialisiert werden.
So, und damit habe ich das Datenelement hier an dieser Stelle auch sauber initialisiert. Dadurch, dass ich das jetzt an dieser Stelle über eine Early Binding Funktion gemacht habe und nicht über eine virtuelle Funktion, kann ich diese Funktion auch im Konstruktor verwenden. Das ist der eigentliche Vorteil. Ich kann jetzt also hier hingehen und kann sagen, okay, wir haben ja hier unseren Kopierkonstruktor. Hier haben wir ja auch das schon drin, was wir haben an dieser Stelle. Und hier in dem Konstruktor kann ich einfach sagen, okay, Copy von Reffen. Und hier gehen wir gar nicht mal auf das Standardisierte hin, sondern auch hier kann ich jetzt sagen, im Konstruktor init. Weil das Early Binded Funktionen sind. Ganz wichtig, nie im Konstruktor virtuelle und schon gar keine pur virtuellen, aber auch keine virtuellen Methoden aufrufen, weil der Konstruktor, der Datentyp sich während der Konstruktion verändert. Bis das Ding vollständig ist, dauert das eine Weile. Warum aber der Umweg? Weil wenn wir jetzt auf die Location gehen, jetzt haben wir unser Init fertig, wir haben unser Copy fertig, wir wissen, für jede Klasse, die wir haben zukünftig, werden wir sowas haben. Ich könnte auch darüber nachdenken, mir hier eine Funktion reinzuschreiben, die mir einen Zeiger auf mein Datenelement zurückgibt. Die Funktion nenne ich einfach create. Auch hier mache ich wieder eine virtuelle Funktion draus. Und in dieser create-Funktion mache ich einen return new t-address. Standardkonstruktor haben wir können das T-Adress direkt aufrufen. Das heißt, mit dem Create kann ich mir immer meine Adresse selber erzeugen. Das heißt, ich kann jetzt anfangen, Templates zu schreiben. Für mich zukünftig, weil ich ja weiß, dass jede meiner Business-Klassen hat dieses Create und jede meiner Business-Klassen hat dieses Init und jeder meiner Business-Klassen hat dieses Copy. Warum nutzen wir aber eine virtuelle Methode, wenn wir doch schon eine haben? Wir haben ja schon die früh gebundene Funktion. Warum an der Stelle nochmal eine virtuelle Methode? Das erklärt sich, wenn wir in die nächste Klasse reingucken. Hier haben wir t-Address als Basisklasse von t-Data. Zusätzlich kommen hier Datenelemente dazu. Das heißt, auch hier kann ich natürlich hingehen und kann sagen, okay, wieder private. Ich baue mir meine Funktion void. Init haben wir sie genannt, ohne Parameter. Und hier drin sage ich, wir haben das Datenelement genannt, mlog ist gleich 0,0 und 0,0. Das könnte auch ein anderer Wert sein. Geoadressen, ein Äquator, irgendwo ein Meridian, den wir haben wollen. Damit initialisieren wir standardmäßig unser Datenelement und wir haben unser Copy. Wo wir wieder unser Datenelement natürlich haben, unser T-Data. Und hier passiert eigentlich nichts anderes als mlog ist gleich ref.mloggen. Damit haben wir unsere Kopie erzeugt. Dieser Logik folgend würde man, und das machen wieder viele, das ist wieder so ein ganz schwerer C++-Fehler, der nicht als Fehler auftaucht, der ganz vielen Compilern als Warnung rausgegeben wird und viele sie nicht als Warnung ernst nehmen, weil Warnung lässt sich ja kompilieren, da lässt sich ja linken, das Programm läuft ja auch. Warum sollte ich denn über eine Warnung nachdenken? Hier an dieser Stelle natürlich, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich nehme diese Funktion so, wie sie ist, hier rein. Da habe ich verloren. Weil in dem Moment, wo ich hier virtuell davor schreibe,
der Compiler hier an dieser Stelle eine Warnung generieren wird, die besagt, dass die virtuelle Methode, die wir hier schreiben, so, also die obere ist kein Problem, die können wir so lassen, wie sie ist. Aber diese Funktion hier würde die andere virtuelle Methode copy, die wir von t-Adress haben, überdecken. Das heißt, es kommt jetzt zu einer Kollision in der v-Table. Wir haben zwei Klassen, die in der Hierarchie zueinander stehen, die Parameter haben, die in der Hierarchie zueinander stehen. Und das kriegt er nicht mehr auseinandergehalten. Will er auch gar nicht, kann er auch gar nicht, das passt einfach nicht, weil das eine andere Funktion ist. Die Signatur stimmt nicht überein. Sie ist eben so ähnlich, dass die Umwandlungen passen würden. Und deswegen dürfen oder muss diese Funktion hier an dieser Stelle, damit sie sich überschreiben lässt, natürlich auch ein A-Adress als Parameter haben. Und jetzt gehen wir hin und sagen als allererstes, okay, T-Adress, Punkt init rufen wir auf. Wir rufen also von der Basisklasse die Methode direkt auf. Damit initialisieren wir alle Datenelemente über uns. Völlig egal, wie viele Stufen das sind. Wir initialisieren alle Datenelemente, die über uns sind. Unsere Methode unterstrich init initialisiert aber nur unsere eigenen Datenelemente. Und wird ja sogar early binded, also mit rangehängt. Das heißt, wir erreichen dadurch, dass wir erstmal von der Basisklasse hochgehen, zur Basisklasse hochgehen und sagen, das Init, werden alle darüber liegenden Datenelemente sauber initialisiert. Dann kommt mit dem Unterstrich Init unsere Datenelemente, die wir dazugefügt haben, die wir initialisieren. Das ist ein Problem, was ganz, ganz, ganz viele Leute haben, auch im Konstruktor haben. Weil hier im Konstruktor passiert ja dasselbe. Hier rufe ich ja den Konstruktor von t-Adress auf. Das will ich auch nicht unterbinden, um Gottes Willen. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal das Init aufrufen würde, und das wäre virtuell, dann würde ich ja die Datenelemente von t-Adress zweimal initialisieren. Einmal im Konstruktor und einmal in unserem Init. Weil ich jetzt aber das Init aufgesplittet habe in den eigenen Teil, in dem Unterstrich Init, nur meine eigenen Datenelemente und das Init, das virtuelle Init, was alles initialisiert, was bis zu dieser Ebene jeweils da ist, rufe ich jetzt mit dem Unterstrich Init auch nur meine eigenen Datenelemente auf und initialisiere die entsprechend. Und wie gesagt, early binded, ganz wichtig im Konstruktor. Und dasselbe hier im Konstruktor, weil das T-Adress mit der Referenz erzeugt ja schon die Kopie der Welt darüber. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal das Copy aufrufen würde, das richtige Copy, dann würde ich ja auch die Datenelemente der Adresse wieder doppelt initialisieren. Das will ich verhindern. Deswegen hier an dieser Stelle jetzt natürlich auch wieder nur das Unterstrich-Copy, was aufgerufen wird. Mit der Referenzen. Damit habe ich meine eigenen Daten jetzt entsprechend dazugezogen. Ich muss mich jetzt natürlich noch um diese Funktion hier kümmern und sagen, was muss denn hier noch passieren? Zusätzlich haben wir unsere Create-Funktion. Und das verwundert jetzt nicht, diese Create-Funktion darf sich ja auch nicht großartig verändern, wenn es dieselbe sein soll. Das ist ja eine virtuelle Methode, das heißt, wir können am Rückgabewert nichts ändern. Die gibt natürlich auch eine Adresse zurück. Wo haben wir sie jetzt eingefügt? Da haben wir sie eingefügt. Das heißt, hier die wird auf jeden Fall auch eine Adresse zurückgegeben, aber das, was wir erzeugen, hier ist natürlich ein T-Datum. Ich gebe jetzt mal sicherheitshalber die Template-Parameter mit an, ich weiß gar nicht, ob er sie braucht. Manchmal wundert man sich, was alles funktioniert oder nicht funktioniert. So, das Init harmlos, müssen wir nichts beachten. Nur das Copy ist jetzt natürlich ein bisschen komplizierter. Erstmal können wir ganz normal wieder hingehen und können sagen, okay, das T-Adress da fehlt es dem, das sieht irgendwie komisch aus. Copy können wir natürlich mit dem Parameter aufrufen. Damit haben wir die Elemente darüber auf jeden Fall initialisiert. Aber jetzt haben wir auch einen Parameter, T-Adress.
Das heißt, wir müssen ja irgendwie noch an uns selber, an den eigenen Typ kommen. Und jetzt wieder dran denken, C++-Schulung, die wir gemacht haben, dafür gibt es einen Dynamic Cast. Ne? Standard Wett Cast, dafür gibt es auch extra einen Typ. Empagadero meckert den als veraltet an. Der ist offiziell auch veraltet, aber es gibt noch keinen Nachfolgetyp davon. Das heißt, so lange ist der gültig. Den Warnungen kann man ausschalten. Ich glaube, bei Empagadero, wenn es ein klassischer Compiler ist, ist das 853 oder sowas, die ausgeschaltet werden muss. Wenn es mit Ziellängen ausgeschaltet werden muss, ist der String ein bisschen länger, den man dafür eingibt, dass man an dieser Stelle, wenn man so eine Funktion schreibt, auf jeden Fall hingeht und diese Warnung vor diesem Abfragen abschaltet, wenn eine Warnung kommt, und dann hingeht und sie danach wieder anschaltet. Ziel in einem produktiven Programm ist immer null Warnung. So, das heißt, ich mache einen Try-Catch. In dem Try-Catch kann ich einen Dynamic Cast anfangen und sagen, das Dynamic Cast, was ich mache, ist jetzt natürlich T-Data. Eine Referenz, eine konstante Referenz. Wir haben vorneweg eine konstante Referenz übergeben hier als Parameter. Da, konstante Referenz. Das heißt, an dem Konstanten können wir nichts ändern. Das muss auf jeden Fall eine konstante Referenz auf uns selber sein. Wir kommen von einer oberen Klasse, von einer Basisklasse und wollen prüfen, ob wir eine abgeleitete Klasse davon sind. Dafür ist der Dynamic Cast Operator da. Der Typ entsprechend angegeben. Jetzt wird das Element angegeben, was wir haben. Das ist unsere Referenz. Und wenn dieses funktioniert, also wenn es ein Zeiger ist, würde null Zeiger zurückgegeben werden. Wenn es eine Referenz, die gecastet wird, dann löst er dieses BetAlloc, das BetCast aus, nicht BetAlloc. BetAlloc wird bei New ausgelöst, das BetCast entsprechend aus. Das heißt, wenn dieser Aufruf funktioniert hat, nur dann wird ja weitergearbeitet. Und dann ist es eben auch vom Typ T-Data. Das heißt, dann kann ich hier hingehen und kann sagen, unterstrich init, von dem, was hier zurückgegeben wird, soll aufgerufen werden. Ansonsten ist hier an dieser Stelle wirklich mal, was ich sonst hasse wie die Pest, muss ich nichts tun, weil es ist einfach nicht der Typ. Ich habe was übergeben, den Teil da drüber, den Basisteil, kann ich ihm initialisieren, auch wenn ich mit einer falschen, im falschen Teil gelandet sind. Ansonsten muss ich hier an dieser Stelle hingehen und muss sagen, pass mal auf, ich kann nichts tun. Wenn das Cast hier funktioniert hat, dann kann ich aber hingehen und kann die Referenz, die konstante Referenz, die übergeben wird, ist ja jetzt eine konstante Referenz auf das T-Data. Und genau das erwartet er ja von mir. Hier unten. Das heißt, dann ruft er auch diese Funktion auf und würde dann auch entsprechend mit einer Referenz auf T-Data kommen und würde das dann umsetzen. Das heißt, ich habe aus meinen einfachen Klassen jetzt mit einem, ja, wir nennen das immer Framework-Gedanken, also nicht Framework im Sinne von Qt oder VCL oder FireMonkey, sondern Framework von Konstrukt, wie baue ich meine Business-Klassen auf, habe ich jetzt erreicht, dass ich entsprechend die Dinge zur Verfügung habe. Dann habe ich mir das mit dem Template wahrscheinlich selber schwer gemacht. Hier hat er noch einen Syntaxfehler drin. Hier fehlt ihm das Semikolon, beziehungsweise es fehlt nicht. Ich habe es eine Klammer zu weit gesetzt. Das ist immer die interessante Frage, wann braucht er die Template-Spezifizierung, wann braucht er sie nicht. Manchmal kann man da auch nur raten. Die Funktion init, ach so, nicht init copy. Copy ist es natürlich, Quatsch. Init hat keinen Parameter, da hat er völlig recht. Dann braucht er das wahrscheinlich auch nicht. Unreferenzierte Variable.
Das ist nur eine Warnung gewesen. Und wir sind wieder bei unserer einen Sekunde. Das ist ja die Zeit, die wir ungefähr gebraucht haben. Jetzt haben wir das Element nicht mehr mit 12 und 13 initialisiert, sondern mit 0,0 initialisiert. Ist also auch sauber angekommen. Und unser Element funktioniert erstmal. Und jetzt kann ich natürlich mit Hilfe dieser ganzen Geschichten auch hingehen und kann sagen, okay, ein Create habe ich. Damit kann ich auch jederzeit Elemente shiften, hin und her schieben. Diese drei Funktionen geben mir doch ein gewaltiges Framework. Und ich kriege immer ein korrektes Element wieder, wenn Create aufgerufen wird, aber immer mit dem Zeiger auf die Basisklasse. Das ist objektorientiertes Denken, was wir jetzt hier wirklich eingesetzt haben. Wie gesagt, C++ ist eine Mischung aller Paradigmen und natürlich können wir auch verdammt objektorientiert programmieren. Insofern habe ich eine Create, das erzeugt mir immer das konkrete Objekt mit dem Verweis auf die Basisklasse meiner Hierarchie. Ich habe mein Copy, das kopierten Element, wenn es denn funktioniert. Ich habe mein Init und damit kann ich jetzt auch hingehen und kann ganz viele Dinge machen. Ich kann natürlich diese Funktion Copy und Inline-Methoden, wohlbemerkt, nochmal, der Compiler setzt sie an Ort und Stelle ein und kann jetzt natürlich auch hingehen und kann sagen, wir haben gelernt, Regel der 3 oder Regel der 5, noch sind wir ja bei den 3en, die Regel der 5 besagt, fangen wir mal wieder von oben an, dass wir auf jeden Fall auch einen Zuweisungsoperator brauchen. Das heißt, unser Zuweisungsoperator gibt eine Referenz auf uns selber zurück, immer ganz wichtig, damit wir verknüpfen können. Dann kommt das Schlüsselwort Operator. Dann Zuweisungsoperator ist das Ist-Gleichzeichen. Jetzt kommt der Parameter, der Links-Value, der dazu kommt. Wir wollen natürlich ein T-Adress an dieser Stelle haben und das ist auf jeden Fall wieder eine konstante Referenz, die wir ihm hier übergeben. Ich schreibe wieder nur Referenz. Die Funktion sieht nicht anders aus, als jetzt hier an dieser Stelle zu sagen, okay, Copy haben wir von unserer Referenz. Damit haben wir unsere Datenelemente initialisiert, wollen wir aber nicht, weil Adress kann ja tatsächlich der größere von beiden sein. Also rufen wir das richtige Copy auf. Also nicht wie im Konstruktor. Im Konstruktor haben wir ja das Unterstrich-Copy aufgerufen. Im Zuweisungsoperator, den rufen wir ja nicht für die Oberklasse auf, sondern da sagen wir einfach, okay, wir haben ja die virtuelle Methode fieselt sich das schon irgendwie auseinander. Insofern rufen wir hier das Copy einfach auf. Und das, was wir zurückgeben, ist die Referenz auf uns selber. Dereferenziert, weil wir geben ja nicht einen Zeiger zurück, sondern wir geben hier eine Referenz zurück. Also muss das Objekt selber sich genommen werden, dereferenziert werden und wird damit entsprechend zurückgegeben. Und weil hier kein Const hintersteht, ist das hier an dieser Stelle auch nicht Const. Das Const, was hier hintersteht, ist eigentlich nichts anderes, als das Sys hier Const zu machen. Blowfish, hi, ich habe dich übersehen, als du reingeschlichen bist. So, und damit haben wir auch unseren Zuweisungsoperator mit erledigt. Und dasselbe können wir hier natürlich auch machen und sagen, wenn wir schon bei dem Spiel sind, dann haben wir natürlich auch für T-Data einen Operator. Und haben die Miete ja schon eingefahren für T-Data. Und machen hier nichts anderes als ein Copy von der Referenz und uns selber zurückgeben. Jetzt kommt die Regel, der 3 wird aufgebohrt. Wir sollten also für jeder unsere Klasse die R-Value-Funktionalität dazu bauen. Das klingt auf den ersten Blick wieder wahnsinnig kompliziert. Anfangen tun wir wieder von oben. Erstmal bringen wir den Elementen selber bei, unabhängig von allem, sich zu bewegen, zu moven. Das passiert über diese Friend-Funktion, die wir hier einschreiben. Das ist immer eine Funktion, die nicht zu unserer Instanz selber gehört. Inhaltlich gehört sie dazu, gedanklich gehört sie dazu, deswegen schreiben wir sie als Friend. Damit kommen wir auch an die Datenelemente problemlos ran und müssen uns keine Gedanken machen jetzt mit Selektoren und Manipulatoren und wie doch, und schlag mich tot, die Funktion ist ein Friend, damit hat die den Zugriff auf unser Eingemachtes. Die Daten werden getauscht und damit ist er unabhängig davon in der Lage zu swappen. Das heißt, das ist erstmal eine Sache, die ganz wichtig ist, die passieren muss und die muss hier natürlich auch passieren. Das heißt, auch hier müssen wir hingehen und müssen sagen, okay, Friend, wieder Void, wird nicht zurückgegeben beim Swappen. Jetzt haben wir natürlich wieder T-Data, wieder eine Referenz, unsere linke Seite und T-Data,
unsere rechte Seite. Wir haben auf jeden Fall zwei Elemente von diesem originären Typ. Weder ein T-Data, eine Referenz, das ist auch keine virtuelle Methode, die da im Spiel steht. Es müssen also Datenelemente sein, die passend sind. Jetzt ist es natürlich so, dass wir auf die Basisklasse verweisen müssen. Das heißt, wir casten. Jetzt haben wir aber umgekehrte Richtung. Vorneweg hatten wir eine allgemeine, also eine Schnittstellenklasse und wollten in die spezielle Klasse nach unten. Jetzt sind wir in der speziellen Klasse. Das heißt, das nach oben casten können wir natürlich mit einem Static Cast machen. Da müssen wir keinen Dynamic Cast machen. Die Richtung ist relativ harmlos. Das heißt, ich gehe jetzt hier an dieser Stelle hin und sage, okay, ich mache hier einen Static Cast und ich weiß auch, dass der auf jeden Fall funktionieren wird. Wenn ich nicht hundertprozentig daneben gewachsen habe, dann kann ich hier auf jeden Fall einen Static Cast machen, der auch hundertprozentig funktioniert. Das heißt, ich mache mir hier an dieser Stelle eine nochmal, ich kann am Const nichts ändern, ich habe aber eine normale Referenz. Ich caste mir hier also eine Adresse auf mein LHS, auf meine Basisklasse. Also das, was da drüber liegt. Auch hier rufe ich das Swap natürlich auf. Damit habe ich meinen linken Parameter. Und damit das Ganze passt, brauchen wir auch den rechten Parameter. Damit habe ich meine Daten der Basisklasse geswappt. Also immer überlegen, nach unten, also von der Basis zur speziellen Klasse, muss ich einen Dynamic Cast machen. Von der speziellen Klasse zur Basisklasse zurück kann ich einen Static Cast machen. Weil die Richtung ist quasi vorbestimmt. Das könnte der fast alleine. Da steckt keine Magie hinter. Die umgekehrte Richtung, dafür braucht er das RTTI, das Return Time Type Identification System. Damit er wirklich weiß, was habe ich für eine richtige Instanz, gibt es einen Weg, einen Verwerbungsweg, sucht den entsprechend raus. Dynamic Cast ist doch immer ein aufwendigerer Operator, der vor allen Dingen auch schief gehen kann. Ein Static Cast ändert einfach nur diese Typen. Das, was jetzt noch übrig bleibt, ist natürlich das Swap von uns selber. Also von unserem LHS.mlog und dem RHS.mlog. Und damit habe ich mein abgeleitetes Datenelement auch fertig. Das muss man einmal gemacht haben, das muss man einmal verstanden haben, das kann man in kürzester Zeit in all seine Projekte integrieren. Damit habe ich jetzt quasi die Möglichkeit, dass er unabhängig von seiner internen Wertewelt oder wie auch immer in der Lage ist, zwei Datenelemente auszutauschen. Das kann C++ alleine, der benutzt das auch alleine. In seinen Optimierungsfunktionen kann C++ diese Swap-Funktion jetzt entsprechend verwenden. Wir können sie natürlich auch immer gnadenlos einsetzen. So, und jetzt kann ich hier natürlich auch hingehen und kann sagen, okay, zusätzlich zu meinem Kopierkonstruktor baue ich mir auch noch ein R-Value, einen Piratenoperator-Konstruktor dazu. Das heißt, ich baue jetzt inbound in meinen Typ ein, dass wenn er ein Element von die sich selber kriegt, was aufgegeben wird, was geforwardet ist, was temporär ist, dann kann er das sofort übernehmen. Das ist das, was für Rückgabewerte und sowas ganz wichtig wird, was er dann intern ganz oft verwendet. Jetzt könnte ich über einen Swap machen, das mache ich aber in der Regel nicht. Also ich bin da wirklich eher pessimistisch an dieser Stelle. Und ich könnte mir natürlich auch hier wieder eine Funktion Swap zusammenbauen und die dann aufrufen, auch wieder mit dem Vorteil, dann kann ich sie natürlich mehrfach verwenden. Das heißt, wenn ich hier hingehe und sage, ich mache mir eine Funktion void, wieder Großschreibung, void, Swap, also der Unterstrich quasi immer für das intern. Swappen möchte ich mit mir selber, also Address. Das muss natürlich eine R-Value-Referenz sein, die hier übergeben wird. Und nennen wir das mal wieder Ref.
dann kann ich jetzt hier natürlich hingehen und kann wieder meine Excel-Arbeitsplatte, das haben wir ja vorbereitet, gucken wir, hier haben wir unsere Swap-Funktion, nicht mehr diese Variante hier, sondern diese Variante mit uns selber, mit dem Datenelement und dem Referenzparameter, der übergeben wurde, übergebe ich das hier hin und habe die Funktion fertig. Vorsicht, das ist so eine Funktion, hier sollte man auf jeden Fall No Except hinterschreiben. Also in dem Moment, wo er anfängt, Datenelemente zu vertauschen und ähnliches, das müssen Funktionen sein, damit die sauber funktionieren, müssen die wirklich als No Except definiert sein. Jetzt habe ich meine Funktion unterstrich Swap und jetzt setze ich das Spiel hier natürlich fort. Ich habe hier meinen Konstruktor an der Stelle und sage einfach, okay, Swap mit der Referenz. Und auch hier würde er früher oder später meckern und würde uns hier ganz doll kritisieren, weil das ist wieder eine Funktion, die wir mit einem No Except versehen müssen. Und jetzt meckert er das Ref immer noch an. Das hat was mit der R-Value-Referenz zu tun, weil die sofort, wenn sie benutzt wird, keinen R-Value-Status mehr hat. Dann ist sie wie eine normale Variable zu verstehen. Das heißt, wir versuchen jetzt mit einer normalen Variable einen Swap aufzurufen, haben wir aber nicht, sondern da brauchen wir eine R-Value-Referenz. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall einen Standard-Forward machen. Wir müssen es also weiter in die nächste Ebene hineingeben und für das T-Address die Forwardung hier an dieser Stelle machen. Das heißt, wir machen eine R-Value-Referenz wieder daraus. Wir machen aus der Variablen, die in dem Moment, wo wir hier angekommen sind, kein R-Value mehr ist, auch wenn sie für uns so aussieht, sagen wir, wenn du in die nächste Ebene gehst, geben wir die auch auf. Du bist nicht mehr da. Und dann können wir die hier an dieser Stelle weitergeben. Wir könnten natürlich, wie gesagt, produktiv bin ich da immer so ein bisschen zögerlich, ich könnte natürlich diesen Teil hier auch nach oben kopieren. Den hätte ich ihn aber auf jeden Fall zweimal, weil aus der Regel der 3 wird ja eine Regel der 5 und nicht der 4. Und man sollte zusätzlich auch immer einen R-Value-Operator, einen Zuweisungsoperator dazu schreiben. Rückgabewert ist wieder eine Referenz auf uns selber. Hier steht aber eine Variable in Einmaltyp, der aufgegeben wird. Also wieder unsere doppelte, unsere R-Value-Referenz. Auch hier gilt natürlich wieder, Vorsicht, wir swappen, also machen wir eine No-Except-Funktion daraus. Und jetzt wird nicht mehr das Copy aufgerufen, sondern jetzt swappen wir wirklich. Jetzt müssen wir allerdings auch swappen. Das heißt, ich rufe jetzt das Swap von Sys und der Referenz auf. So, das funktioniert wieder nicht. Hier müsste er nach kurzer Zeit wieder anfangen zu meckern. Nee, hier braucht er wirklich, beim Swappen braucht er ja eine Referenz und kein R-Value. So, und damit haben wir zusätzlich die Möglichkeit eingebaut, dass wenn auf der anderen Seite ein Wegwerftyp steht, dass er den Konstruktor verwendet und wenn wir eine Zuweisung machen und auf der einen Seite steht ein Einmaltyp oder der Programmierer gibt ihn auf, dann wird auch nicht mehr kopiert, sondern dann werden die Daten geswappt. Und wieder dran denken, String-Optimierung, da haben wir das gesehen, also man muss sich das gar nicht so furchtbar komplex vorstellen, sondern oft werden tatsächlich Speicheradressen nur ausgetauscht. Also wieder ein Stück weitergekommen. Wir haben unsere Klasse jetzt also in die Lage versetzt, entsprechend zu swappen. Das müssen wir natürlich hier wiederholen. Das heißt, auch hier müssen wir hingehen und müssen sagen, okay, auch hier haben wir unseren R-Value. Wenn wir hier vorne sind, ist der Typ noch nicht festgeschrieben. Das heißt, wenn wir hier das T-Address aufrufen, mit der Referenz, dann ist das noch der R-Value-Parameter, der hier übergeben wird. Und jetzt schreibe ich Swap hier hinten einfach dran mit unserem Wert, der dazugehört. Hier müssen wir allerdings später wieder, die Funktion ist noch nicht da, deswegen meckert er an dieser Stelle auch noch nicht. Aber hier müssen wir natürlich hingehen und müssen wieder unser Standard-Forward machen. Jetzt aber auch unser T-Datum.
Das Swap haben wir. Und hier unten, jetzt bin ich viel zu weit, hier sind wir. Hier brauchen wir noch einen Swap mit unserer Referenz. Wieder No Accept. Und hier passiert ja nun wirklich nicht viel. Das ist unser M-Log, wird geswappt mit ref.mlog. Da braucht er nur eine Referenz. Swap, also dran denken, da hatten wir ja keine R-Wellen, das ist über eine Referenz. Das hier müssen wir keinen Forecast machen oder keinen Forward machen. Hier haben wir aber den Konstruktor. Hier müssen wir natürlich die Referenz wieder in den richtigen Typ verwandeln, haben wir aber getan. Und jetzt können wir auch hier hingehen und können die Funktion einfach kopieren. Hier wieder das Const austauschen gegen das doppelte Und. Hier brauchen wir jetzt wieder unser Swap anstatt dem Copy und die Referenz muss wieder zu unserem T-Data gemacht werden. Also zu einer R-Value-Referenz auf unseren T-Data und auch diese Funktion sollte möglichst nur accept sein. Hier haben wir das nur accept auch vergessen. Hier gehört es rein. Und wir sehen, wir sind ein bisschen langsamer geworden. Das ist ja das, was wir uns im Moment immer einhandeln, weil wir es ja einfach noch nicht benutzen. Wir haben jetzt viel mehr mit eingebaut und an bestimmten Stellen nutzen wir es nicht. Und instinktiv, also hätte ich es eigentlich da vorne reingeschrieben. Jo. Und damit sind wir wieder im Rennen. Das heißt, wir haben jetzt viel, wir nutzen es noch nicht, nochmal, ich hatte es im Vorfeld erklärt, aber wir haben dem Compiler geholfen, dass wir gesagt haben, wir haben diese Klasse jetzt für C++11 relativ vollständig gemacht. Das heißt, wir haben C++98 die Regel der 3 eingehalten, dann haben wir den Piratenkonstruktor, den R-Value-Konstruktor hinzugefügt und wir haben den Zuweisungsoperator für R-Values auch dazugefügt. Haben wir den hier überhaupt schon? Ja. Hier haben wir ihn. Das Ganze haben wir mit virtuellen Hilfsfunktionen gemacht. Nochmal, init, copy, swap sind early binding Funktionen, die jeweils auf diese Typen aufsetzen, die nur die jeweils lokalen Datenelemente behandeln. Und wir haben hier in diesem Bereich gesagt, wir haben unser init und unser copy, wo wir hingegangen sind und haben von der Basisklasse das copy aufgerufen, haben dann gecastet von der Basisklasse in die spezielle Klasse, wo wir uns jetzt befinden, um dann das interne Copy hier an dieser Stelle aufrufen zu können. Und wenn es einen Fehler gegeben hätte hier, dann würde das Badcast ausgelöst werden. Und dann machen wir einfach nichts. Hier könnte auch eine Fehlermeldung reinkommen. Wir könnten auch überlegen, ob wir nach einer anderen Klasse gucken. Das ist auch ein Verfahren, das man beispielsweise, wenn man Schnittstellen prüfen möchte, ich habe eine Maschine und habe spezielle Implementierungen darunter und ich möchte jetzt verschiedene Implementierungsstufen durchtesten, dann wäre das der klassische Weg, eben wirklich mit diesem Try-Catch an diese Sache ranzugehen und immer dann, wenn er das nicht findet, die andere Schnittstelle zu prüfen und zu gucken, kann ich jetzt in die Schnittstelle? Nein, kann ich auch nicht. Kann ich wieder einen Try-Catch machen, bis ich am Ende dann sage, ich finde keine passende Implementierung und kann das entsprechend auflösen. Objektorientierung ist immer ein bisschen langsamer als Metaprogrammierung. Das muss euch immer bewusst sein. Metaprogrammierung hat einfach den Reiz, dass alles zur Kompilierzeit entschieden wird oder vorbereitet werden kann. Während die Objektorientierung, jetzt sind wir ja hingegangen und haben virtuelle Methoden ergänzt. Wir haben aus unseren Klassen, die bisher relativ straight gewesen sind, die wahrscheinlich sogar diese Kriterien für plain old Datastrukturen erfüllt haben über weite Strecken, haben wir jetzt tatsächlich Konstrukte geschaffen, die
mit VTable daherkommen, mit virtueller Typunterstützung daherkommen, mit Runtime Type Identification daherkommen. Und damit haben wir uns natürlich ein bisschen Overhead eingefangen. Wir haben ganz viel Luxus, aber auf der Platte haben wir Zeit verloren. Jetzt können wir in unsere Lesefunktion gucken und können schon überlegen, wie können wir jetzt bestimmte Dinge verändern, wie können wir sie verbessern, wo haben wir unser Read. Und wir haben hier ja schon das Forward gemacht, dass er ziehen wird. Das heißt, hier an dieser Stelle wird er jetzt wirklich in diese Struktur hineinlaufen, wird diese lokale Datenstruktur austauschen in den Elementen gegen diese Datenstruktur, die ihm hier in dieses mPlaceBack gegeben wird. Und das mPlaceBack erzeugt ohnehin keine Kopie, sondern macht es direkt auf dem Element, was im Vektor ist. Das heißt, hier haben wir schon sehr viel Zeit gut machen können. Aber das hatten wir vorneweg schon. Albombay TV, hast du auch YouTube-Videos, wo du für die Neueinsteiger Schritt für Schritt erklärst? Ja, also klar. Die Frage, ich hoffe mal, du bist nicht weg, weil ich so lange gewartet habe. Wir haben den YouTube-Channel Adek Scholar, der dazugehört, wo natürlich diese Videos auch in der Vergangenheit Evolutionsvideos drin sind. Aber wenn du Neueinsteiger bist, das wäre der falsche Platz. Wenn du hier runter gehst, siehst du, hier gibt es Grundlagen der Programmierung in C, C++. Aber das ist wirklich Grundlagen der Programmierung. Da geht es also wirklich, machen wir mal eins der Videos auf, kommt sogar ohne Werbung und gucken rein. Bei den alten Videos war es drin. Struktogramme, Elemente von Struktogrammen, was sind Dualzahlen, rechnen mit Dualzahlen. Hier ist also wirklich auch die Theorie drin. Chomsky-Grammatik, von Neumann-Architektur, also alles das, was für die Informatik im Unterbau wichtig ist, ist in dieser Vorlesungsreihe drin und irgendwann, dann ab, weiß gar nicht, ab welcher, doch relativ weit hinten, aber gerade bei den älteren Vorlesungen ist es so, die sind alle auch noch, die haben alle noch ein Inhaltsverzeichnis. Bei den neueren Videos ist es einfach nicht mehr möglich, weil es nicht mehr dem Faden folgt. Aber hier müssten eigentlich schon... Ach, das ist das Projekt, deswegen ist da kein Video. Vorlesung für C++, Übung, C++ Wintersemester, Projekt, Parser. Hier haben wir es, Grundlagen, nehmen wir mal eines der hinteren, da müssten wir eigentlich schon fast bei C angekommen sein. Dann sieht man hier Beispiel Hallo Welt in C. Da ist also wirklich C erklärt. Von der Architektur auch noch mit Strukt, also wie heißen die Diagramme? Bacchus-Naur-Diagramme. Also mit den Sprachdiagrammen, wie die Sprache aufgebaut ist, was zu beachten ist, welche Datentypen da sind. Wie sind die Datentypen aufgebaut? Wie können die ergänzt werden? Was ist dazugekommen? Also wie gesagt, ganz viele Dinge, die da erklärt sind für C. Und dann kommt natürlich das Sommersemester und im letzten Jahr, wo wir Projektgrundlagen der Programmierung programmieren mit C++. Wo es dann wirklich in C++ hineingegangen ist, wo wir Objektorientierung, allgemeinen Klassenaufbau, welche Elemente sind da, dann Metaprogrammierung, was ist mit der Metaprogrammierung anders, ein bisschen funktionale Programmierung, C++ erklärt haben und dann schließt sich dieser Kurs Evolution von C++ an, was wir in diesem Semester oder über dieses Semester hinweg, diesem Jahr machen, dass wir uns die Entwicklung von modernen C++ nochmal angucken. Und viele der älteren Programmierer, die mithören, haben C++ 98 kennengelernt und haben jetzt Schwierigkeiten C++ 11, 14, 17 und 20 einzuordnen, bald ja 23. Dass wir einfach nochmal die, was ist neu, separat herausgehoben haben. Das steht alles zur Verfügung. Dazu kommen noch die Projekte, die wir gemacht haben, zwischen den beiden Semesterpausen mit der Bibliothek, die dazu ist. Und auch das ist natürlich für Einsteiger interessant. Hier gibt es wirklich ein GitHub zu dieser Vorlesungsreihe mit dieser Bibliothek Adek Scholar, der Name, der auftaucht, wo wir einfach mal eine Oberflächenadaption für verschiedene Compiler mit verschiedenen Frameworks gemacht haben, mit dem entsprechenden Beispielprogramm. Das ist die File App New, das war in der letzten Semesterpause. Und hier gibt es auch eine First App, die quasi mit diesem Adek Scholar Ansatz entweder mit Visual Studio und Qt oder mit Empagadero C++ unter VCL oder FireMonkey uns eine Anwendung zur Verfügung stellt. Also ganz viel zum Lernen für
für Neueinsteiger und auch ganz viel Quellcode, den man sich angucken kann. Es ist kein produktiver Quellcode, es ist kein optimierter Quellcode, sondern es ist Quellcode, der im Rahmen dieser Lehrveranstaltung, dieser Projekte geschrieben wurde und der zum Lernen da ist und nicht zum hundertprozentig Optimieren. Das war unser Tag heute. Wie gesagt, Montag machen wir wieder weiter mit dem Lesen. Dann gehen wir wirklich rein und versuchen mal, diese Lesefunktion schnell zu kriegen. Ziel von dieser 1, irgendwas Sekunden, zumindest wenn er mit Twitch läuft, wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, weil das Streamen kostet ja auch Rechenzeit und Aufwand und auch Grafikkarte und. Insofern wird er da ein bisschen langsamer sein, aber dass wir doch uns dieser 0,2 Sekunden Marke nähern, dass wir von der einen Sekunde eben doch mal ganz deutlich runtergehen. Und ich sag mal, wenn man dann so schnell ist, dann ist jede Veränderung, das, was wir jetzt mit R-Values gesehen haben, das unnötige Kopieren, was immer noch passiert, wir hatten das ja erklärt, wenn der Vektor sich vergrößert, dass er immer wieder neu kopiert wird, dass wir all das verhindern, dass wir im ersten Schritt ja, in die Richtung gehen. Im zweiten Schritt gehen wir dann Montag dahin und schreiben uns einen eigenen Iterator für unsere Datei, um dann parallel darauf arbeiten zu können. Das ist das, was an Aussicht dazukommt. Nee, Getline ist die Hölle auf Erden. Also nochmal, wir hatten das ja erklärt am Anfang. Im Moment ist es wirklich so, dass wenn wir uns das angucken, dass wir unsere Datei haben, die Datei wird in den, sagen wir mal, technischen Cache, interessiert uns nicht, ob RAID-System, SSD, Festplatte, natürlich hat das alles Auswirkungen, interessiert uns nicht, sondern wir stellen im C++ diesen Puffer bereit. Entweder automatisch oder von uns gesetzt, das können wir über diesen RD-Puffer machen, da gibt es extra eine Funktion, die wir ja benutzt haben schon, wo wir hingehen können und können diese Puffergröße hier regulieren. Weil C++, wie jedes Programm, liest immer ganze Puffer. Deswegen auch die Ausrichtung am Betriebssystem, dass wenn Windows zum Beispiel, aber nicht nur Windows, Linux, dasselbe in grün, weil das ist ja auch ein Intel, die Plattenstrukturen sind nicht so unterschiedlich, hat eine Puffergröße von 4K. Das heißt, der Puffer, den wir wählen, sollte natürlich möglichst ein Vielfaches von 4K sein. Desto größer der Puffer ist in unserem Fall, desto besser ist es, in vielen anderen Fällen aber nicht, weil immer der Puffer einmal komplett gelesen wird. Das heißt, wenn wir relativ wenig Informationen lesen und verarbeiten wollen und wir haben einen sehr großen Puffer, haben wir uns einen Overhead erzeugt. Wenn wir sehr viele Informationen lesen wollen und wir haben einen sehr kleinen Puffer, haben wir auf der anderen Seite das Problem erzeugt. Diesen Puffer können wir setzen, das ist die erste Einflussgröße, die wir haben und dann auch mit die erste Kopie, die wir haben. Die Datei wird ja aus dem Cache der Platte, jede Festplatte hat einen eigenen Cache, jede SSD hat einen Cache, jedes RAID-System, jeder RAID-Controller hat einen Cache. Aus diesem Cache wird das in diesen Puffer hineinkopiert. Über die Getline-Funktion, die wir hier aufrufen, das ist unser Getline, machen wir eine Kopie in unsere SDR-Row-Variable. Das wahrscheinlich auch noch mit einer langen, mit einem langen String. Das heißt, wir haben schon zweimal kopiert. Dann teilen wir diese Zeichenkette, unsere große Zeichenkette, in einen Vektor von kleinen Zeichenketten auf, das Tokenizen. Dann wird jeder Teil nochmal kopiert. Wir kopieren nicht die komplette Zeichenkette, wir kopieren immer nur Fragmente davon, aber wir werden sie kopieren. Da diese Zeichenkette sehr groß ist, hier aber einige kleine mit drin sind, wird hier auch ein Übergang von großen, von Longstring-Objekten zu Shortstring-Objekten passieren. Aber das ist für uns irrelevant, das haben wir ja nichts mit am Hut, das macht der Compiler und die Bibliothek für uns. Aber das ist die dritte Kopie, von der wir reden. Jetzt kopieren wir diese Items, die wir vorneweg ja nur in einen Teilvektor zerlegt haben, in unsere Datenstruktur hinein. Vierte Kopie. Dann wird diese Datenstruktur in den Vektor kopiert. Wir haben nichts, bis dato hatten wir ja nichts, was swap-fähig gewesen ist. Wir hatten nichts vorbereitet. Fünfte Kopie. Das heißt, wir haben schon fünfmal
unsere Daten kopiert. Und jetzt haben wir eine 34-Megabyte-Datei. Das heißt, wir haben 5 mal 34 Megabyte im Speicher bewegt, um diese Datei einzulesen. Das ist der Irrsinn, schlechthin. Aber nochmal, die meisten Programmiersprachen machen das. Die haben gar nicht die Optimierungsmöglichkeiten. Und wenn wir das vergleichen, dieses Verhalten der verschiedenen Programmiersprachen in den Geschwindigkeiten zueinander, können wir das genau ja auch immer beobachten. Und jetzt kommt das Vergrößern des Vektors. Wir haben ja einen Vektor genommen, der am Anfang keine Elemente enthält. Dann wird das erste Element eingefügt, das zweite Element, das dritte. Und jedes Mal wird Neuspeicher allokiert. Der Speicher, den er mehr allokiert, das wird immer mehr, so größer er wird. Nichtsdestotrotz muss er diesen Vektor, gerade auch im hinteren Bereich, mehrfach noch in sich kopieren. Hier werden also hunderte von Kopien erzeugt während der Vergrößerung des Vektors. Und das ist unser eigentliches Problem. Wir haben hier oben viel zu viele Kopien und wir haben hier eine endlos drehende Spirale von Kopien, die uns am Ende die Zeit kostet. Wir haben also zwei Baustellen, um die wir uns kümmern müssen. Erste Baustelle ist, wie kriege ich verhindert, dass wir hier immer wieder kopieren? Ich könnte einen Riesenvektor anlegen, aber dann habe ich Speicher verschenkt. Ich weiß ja vorneweg nicht, wie viele Sätze kommen. Ich lese die ja erst sequenziell. Das heißt, wenn ich nie zu viel Speicher allokieren möchte, muss ich am Anfang bestimmen, wie viele Sätze ich eigentlich erwarte. Und ich hatte gesagt, das kann unter bestimmten technischen Bedingungen, Dateigrößen und so weiter, sogar Sinn machen, die Datei zweimal zu lesen. Sie einmal nur nach Newline-Zeichen zu analysieren und alles andere zu ignorieren, damit die Zeilenzahl zu haben und dann mit dieser Zeilenzahl den Vektor zuvor allozieren und zu sagen, ich habe einen Vektor mit so und so vielen Elementen, den ich füllen werde, weil ich dann die Kopiererei in sich selber verhindern kann. Oder ich finde ein anderes Verfahren. Das ist das, was wir am Montag machen werden. Wir werden am Ende nur einmal lesen. Wir werden also diese 4 Kopien eliminieren, soweit wie möglich, und wir werden das Vergrößern des Vektors eliminieren. Nur dann können wir die Geschwindigkeit erreichen. Das muss uns klar sein. Die Summe von 5-mal Kopiererei hier oben und dem immer wieder Kopieren hier unten ist das, was die eine Sekunde Zeit dauert. Das Kellercode fragt, kann man keinen, also nochmal, ich könnte ja hingehen und sagen, ich weiß, da sind 384.560 Datensätze, die kommen, das weiß ich aber nicht. Ich weiß nicht, wie groß die Datei ist. Wenn ich also vorneweg mir einfach einen sehr großen Vektor anlege, dann habe ich Speicherplatz verschenkt. Speicherplatz ist für die Energiebilanz eines Programmes genauso schlimm wie Geschwindigkeit. Also der Stromverbrauch eines Computerprogramms bestimmt sich im Wesentlichen durch die zwei Maßzahlen, wie viel Rechenleistung verbrauche ich, also wie schnell, desto schneller das Programm ist, eine Arbeit erledigt hat, desto weniger Strom verbraucht es. Und das zweite ist, wie viel Speicher braucht er dafür. Also mehr Speicher er braucht, desto mehr Strom verbraucht er auch. Und Ziel ist es am Ende, ein möglichst effizientes Programm zu haben. Wir alle leben in der Zeit, also es gibt einige, die kleben sich an der Straße fest und andere gehen auf Demonstrationen. Aber ein Programmierer denkt nicht darüber nach, dass er auch eine Verantwortung hat. Natürlich haben wir eine Riesenverantwortung, weil 10% des Stroms wird ja ungefähr schon in IT-Anlagen verbrannt, von unserem kompletten Strom. So, und desto mehr unsere Programme an Strom verbrauchen, desto mehr Strom muss auch erzeugt werden. Wir können am Ende nur gewinnen, wenn wir den Stromverbrauch reduzieren. Und jeder von uns hat eine Mitverantwortung. Das heißt, wenn wir eine Programmiersprache verwenden, die uns als Programmierer möglichst viel Luxus gewährt, wie zum Beispiel Python, aber am Ende zur Laufzeit Unmengen an Ressourcen verbrennt, dann wäre das dasselbe, als wenn wir mit einem BMW aus den 90er Jahren und einem Dieselverbrauch von 30 bis 40 Litern auf 100 Kilometern durch die Straßen fahren würden. Ist ja schön bequem, weich gefedert, gut fahren tut er auch noch. Natürlich haben wir eine Verantwortung. Wenn wir mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, du darfst nicht mehr Inland fliegen, du darfst nicht mehr mit dem Auto fahren, Braunkohle ist ganz schlecht, also Braunkohletageabbau, da habe ich auch was gegen, dann ist die erste Aufgabe, die wir haben, Stromverbrauch zu reduzieren, und zwar da, wo wir es können. Und als Programmierer können wir ganz viel Strom einsparen durch die Software, die wir schreiben und wie wir sie schreiben. Und wenn ich jetzt hingehen würde und würde sagen, ich habe immer 1 Million Datensätze, die ich anfordere, dann würde mein Programm ja unnötig viel Energie verbrauchen, weil vielleicht kommen ja nur 10 Datensätze in meine sequentiellen Datei. Einen Tag sind 10, den nächsten Tag sind es 100, dann kommen mal 100.000. Ich weiß es vorneweg nicht. Das heißt, eine feste Größe kann ich nicht setzen. Insofern muss ich mich auf die dynamische Vergrößerung verlassen
Oder ich muss irgendwie einen Algorithmus finden. Und das ist ja das, wo wir hinwollen am Montag. Wir wollen den Algorithmus des Lesens dahingehend verändern, dass wir einfach sagen, wie können wir das, was wir heute gelernt haben an theoretischen Geschichten, an dem Zusammenspiel zwischen unserer Datei und diesem Puffer, diesen Kopierereien, die hinterher passieren, wie kann ich all dieses Wissen dahingehend verwenden, jetzt einen Algorithmus zu schreiben, der hyperschnell ist, schneller als in jeder anderen Programmiersprache möglich, wahrscheinlich nur in C und Rust bin ich genauso schnell oder vielleicht sogar ein bisschen schneller, also C ist wahrscheinlich sogar ein bisschen schneller. Bei Rust fehlt mir die Erfahrung. Aber in jeder anderen Programmiersprache werde ich gar nicht in die Region kommen. Und damit sind wir wieder bei dem Punkt, wenn wir nicht anfangen, endlich wieder vernünftig auszubilden und den Programmierern beizubringen, mit einer hochoptimierenden, hocheffizienten Programmiersprache Algorithmen zu schreiben, dann ist dieser ganze, ich habe mehr Luxus und ich habe mehr Sicherheit und da muss ich mir keine Gedanken drüber machen, erkaufen wir immer durch zusätzlichen Strom. Natürlich viel Strom. Also nochmal, der Energieverbrauch, den die IT-Anlagen alleine in Deutschland haben. Ich glaube, der Vergleich war irgendwie mal eine Stadt mit 10 Millionen Einwohnern. Und da haben wir keine Stadt mit 10 Millionen Einwohnern. Berlin ist die größte Stadt von Deutschland mit 3,5, glaube ich. 3,8 haben wir, glaube ich. Oh, dann will ich gar nichts Falsches sagen. Hamburg hat schon unter 2, München hat auch deutlich unter 2. Also selbst die drei größten Städte reichen noch nicht aus im Stromverbrauch, um das, was nur das Internet in Deutschland verbraucht. Und die Rechenzentren. Also gar nicht mal die privaten Rechner und Firmenrechner, sondern nur Rechenzentren verbrauchen so viel Strom wie 10. Eine Einwohnerstadt, also 10 Millionen Einwohnerstadt. Keller Kurt, ich verstehe, was Sie meinen. Also erstmal, ich würde, jeder kann mich duzen, also um Gottes Willen. Ich finde das immer schlimm. Und Effizienz, also das ist genau das Problem. Effizienz und saubere Algorithmen stehen ja nicht konträr. Ich kann ja effiziente Programme schreiben und kann trotzdem Energie sparen. Und ich kann auch mit C++ effiziente Programme schreiben. Und man muss eben immer unterscheiden, läuft das Programm einmal oder zweimal oder dreimal oder läuft das jeden Tag? Natürlich ist das so, dass wenn ich mir jetzt einen Algorithmus überlegen will oder ich will mir einen Prototyp für irgendwas schreiben oder ich möchte auch nur eine Auswertung für mich machen, dann ist doch jede Programmiersprache gut, weil es völlig egal ist. Also wenn ich dann schneller in Python bin oder bin ich in Python schneller, dann habe ich auch weniger Strom verbraucht, weil ich schneller bin. Nur wenn dieses Programm später regelmäßig läuft, vielleicht auch nicht auf einem Arbeitsplatz, sondern auf hunderten Arbeitsplätzen läuft, dann wird es doch interessant. Oder es ist in der Wissenschaft, im Universitätsbereich ein Programm, was mehrere Stunden im ganzen Rechencluster läuft. Da macht natürlich das eine Programm, was nur einmal läuft, auch eine ganz andere Bedeutung, als wenn ich jetzt eine kleine Auswertung mache, die in 5 Minuten fertig ist. Wir müssen immer entscheiden. Und das ist doch das, was wir lernen müssen. Nur dafür muss ich die Alternativen kennen. Wenn ich den Studenten nur noch mit Python ausgebildet habe, dann muss ich mich am Ende nicht wundern, wenn er nur Python einsetzt. Und wenn ich sage, die Ausbildung ist zu kompliziert für C++, das kann ich den Studenten nicht mehr zumuten, dann müsstet ihr euch eigentlich alle an den Hinterkopf fassen und sagen, wie, die muten mir das nicht mehr zu? Die glauben nicht mehr, dass ich das kann. Das ist doch schlimm. Natürlich kann erstmal prinzipiell jeder programmieren lernen und die meisten von uns können auch C++ lernen. Man muss ihnen das nur nahe bringen und den Spaß daran machen und sicherlich auch den Anreiz geben, damit er erkennt, das ist das eine, das ist das andere. Und das Vergleichsprogramm, wo wir jetzt das Lesen rausgenommen haben, was in C++ halt in, das ist gar nicht 2 Sekunden durchgelaufen ist, brauchen Python 45 Sekunden. Das sind die Dimensionen. Das braucht in Java 14 Sekunden. Also auch in Java 7-mal so viel, aber in Python eben 24-mal so viel. Oder 22, wollen wir nicht übertreiben. 22-mal so viel. Ich bin Mathematiker, rechnen ist bei mir ganz schwer. Ich schätze immer nur. Ja, mit 20-mal. Das kann man doch gar nicht verantworten. Also wieder aufs Auto bezogen. Statt 5 Liter, 20-mal 5 Liter, 100 Liter. Das wäre ein Panzer, mit dem man anstatt durch die Stadt fährt. Und dann sagt, aber ist schön bequem.
war schön schnell. Habe ich mit ganz viel Sicherheit, konnte ich auch keine Fehler machen, weil ich von dem Programmierer nicht mehr erwarten kann, dass er fehlerfrei programmiert. Ja, hallo, wir sind Experten. Also natürlich kann man von uns erwarten, dass wir uns Gedanken um unsere Anwendungen machen und dass wir auch uns selber in Frage stellen, dass wir Fehler suchen, dass wir versuchen, fehlertolerant zu schreiben und dass wir am Ende eben auch effizient schreiben. Und dazu gehört dummerweise die Programmiersprache dazu. So, das war's heute. Wie gesagt, ich freue mich über jeden Follower. Ich freue mich natürlich auch bei YouTube über jeden Follower, der dazukommt. Wenn ihr Fragen habt, kommt zum Discord-Server, stellt die Fragen da. Auch den haben wir ja. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, bei den YouTube-Videos einen Kommentar drunter zu schreiben, nachzufragen oder eben einen entsprechenden Kommentar zu geben. Nutzt die Möglichkeiten, um mit mir zu kommunizieren, mit uns zu kommunizieren. Und ich würde mich freuen, wenn ihr am Montag wieder mit dabei seid. Montag, 20 Uhr geht's weiter. Genau an dieser Stelle, dass wir uns den Algorithmus dann vornehmen und sagen, alles das, was wir heute gelernt haben, verarbeiten wir am Montag, um ja, ein möglichst effizientes Programm zu erzielen. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss.